Retro-Kompott Classic, das Thema. Was bedeutet das? Neben unserem normalen Retro-Kompott-Podcast findet ihr hier auf vielfachem Wunsch der Hörer und ermöglicht durch unsere Patreon-Unterstützer die Themen aus dem Hauptpodcast rausgelöst und komplett in einem Stück. Ohne drumherum, direkt und speziell für unterwegs in datenkomprimierter Form. Weitere Infos gibt es im Abspann oder im Internet unter www.retrokompott.de. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, geht auf patreon.com und sucht dort den Retro-Kompott. Nun aber viel Spaß mit dem Thema. Das Thema. Unser Thema heute, Amiga. Amiga, das ist ein Thema, das kann man natürlich nicht in einem Podcast abhandeln. Wir haben auch nicht das Ziel, das heute allumfassend zu machen. Und wir haben ja auch, wie gesagt, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, nachher noch das wunderschöne Interview mit dem letzten Geschäftsführer von Amiga. Aber wir haben ja einen Hardware-Experten und der liebe Robin hat sich ja vielleicht ein bisschen nochmal informiert, was es so zum Thema Amiga hardware-technisch sozusagen gibt. Ja, also ich habe mich schon ein bisschen informiert. Das ist jetzt nicht so tiefgründig. Ich will das jetzt auch nicht irrsinnig ausweiten. Also ich bin ja, wie gesagt, wie ich es bei der Nullnummer gesagt habe, ich bin ja eigentlich eher der PC-Spezialist, aber mit Freunden und Bekannten aus dem Umfeld habe ich natürlich auch mit Amiga zu tun gehabt. Also die Geschichte des Amigas ist, finde ich, hochinteressant, weil man merkt daran, dass Commodore versuchte, halt auch Geld mit diesem Gerät zu verdienen und nach dem C64 ein Gerät zu bringen, was auf jeden Fall international erfolgreich werden kann. Was dabei passiert ist, es ist ein multimediales, für damalige Zeit muss das schon fast ein Monster geworden sein, nämlich als 1985 der Amiga 1000 gekommen ist, gab es einen Computer, der ähnlich wie der C128 das erste Mal eine Trennung hat, dass man wirklich eine Tastatur plus ein Grundgerät und auf das Grundgerät oder auf die Main Unit oder wie man das Hauptgerät drauf tut, konnte man einen Monitor draufstellen. Und das ist der erste, wie gesagt, 1986 gab es die Vorabpräsentation für das Gerät. Da gab es Bilder mit 4096 Farben. Man muss sich das einmal vorstellen für die damalige Zeit, dass das unglaublich toll ausgesehen haben muss. Wenn ich mir diese Bilder heutzutage, ich erinnere mich immer nur so an dieses Bild, das war, glaube ich, Werbung für Deluxe Paint, wo man halt den Kopf sieht von Tutanchamun in 4096 Farben. Das muss unglaublich toll gewesen sein. Ich kotze heutzutage, weil das einfach total scheußlich aussieht. Commodore hat auf den nicht so richtig erfolgreichen 1000, da muss ich das vorstellen, es war einfach kein erfolgreicher Computer. Der C64 war noch zu stark, C128, daraufhin den 1987 den Amiga 500 und gleichzeitig auch den Amiga 2000 rausgebracht. Unterschieden haben sich die beiden, also beide Computer haben denselben Prozessor, vom Mainboard wohl auch recht ähnlich. Der 2000er ist halt dieses abgetrennte Design, das heißt genau wie beim 1000er, eigene CPU, Zentralprozessoreinheit zum Aufstellen des Monitors mit eigener Tastatur. Der 500er ist halt das prägende Spielegerät, wenn man beim Amiga spricht. Beide haben den 68.000er Prozessor drauf, ähnlich oder gleich wie der Atari ST. Beim Amiga ist er ein bisschen schneller getaktet, minimal. Die ewigen Geschichten von damals, mein Amiga ist schneller als dein Atari ST. Der Amiga 500 ist halt das, was wir kennen heutzutage, die klassische Spielecomputer. Damals noch mit 512 Kilobyte RAM. Mit dem Upgrade konnte man auf 1 Megabyte gehen. 1988 hat dann Amiga das habe ich beim Lesen das erste Mal gehört, also es ist jetzt etwas, was ich nicht wusste. Das Gerät heißt Amiga 2500 UX, ein Profi-Gerät rausgebracht. Das sollte in vielen, ich denke mal auch beim Videoschnitt, ein Amiga mit einem eigenen umgebetteten Unix-System werden. Zusätzlich das erste Mal mit einer ISA-Slot, wo man diverse Speicherkarten bzw. Prozessorkarten nachrüsten konnte. 1990 kommt dann der Amiga 3000 ins Spiel oder 3000T, dann hat man richtig einen Tower zum neben den Computer stellen, so ein bisschen an den Computer angeglichen. Damit wollte man wohl auch, denke ich mal, in so klassische Regionen des PCs gehen, Textverarbeitung, mit dem OS 2.0, dem Amiga OS 2.0, das halt schon sehr visuell daherkommt.
interessant für die Spieler fing es dann an 1991. Dann hatten nämlich Amiga bzw. gab es den Commodore CDTV. Das ist das erste, die erste Konsole in Tüttelchen mit einem CD-Laufwerk, das den Amiga 500 vereint mit einem eingebauten CD-ROM-Laufwerk. Das sollte so die multimediale Zeit einklingeln für Commodore. Eigentlich ein totaler Flop, schlecht gelaufen. Der Amiga 500 Plus ist dann auch noch gekommen. Das ist im Prinzip, ich kann mich da nur aus den Zeiten erinnern, und Patrick wird das auch können. Das waren dann immer die ärmsten Schweine, die einen Amiga 500 Plus hatten. Gab's die nicht bei Aldi oder irgendeinem Shop? Ja, genau, irgendeiner hat die nachher rausgehaut. Das muss 93 oder 94 gewesen sein, so als, oder war das, nee, das muss 92 gewesen sein. Das war nämlich, glaube ich, die Zeit, wo der Osten nach der Maueröffnung, da haben natürlich, gab es einen tierischen Bedarf an Commodore-Computern, beziehungsweise, falsch, an Home-Computern für die Jugend. Und da hat Commodore natürlich auch sehr viel verkauft und die haben, glaube ich, das weiß ich nur noch so halbwegs, Patrick hat mich da eben drauf gebracht, ich glaube, da gab es, bei Aldi gab es den 500 Plus und der 500 Plus ist ein erbärmlicher Hybrid, weil er nämlich auf der einen Seite der Amiga 500 ist. Ich glaube, der hatte sogar schon 1 MB Speicher. Der war aber nicht kompatibel, das MB. Nein, weil das 2.0er Betriebssystem da drauf war. Und das ist genau wie der ein Jahr später, 92, kam der Amiga 600. Das ist dann der 500 Plus mit kleinerer Tastatur. Dann hatten wir doch das Problem, wenn du dich erinnerst, dass die Leute dann Spiele hatten, wo sie das Numpad, also die Ziffern in Taschenrechnerreihenfolge, das ging nicht bei dem Computer, weil der 600er war an der Stelle abgeschnitten. Der war so kompakter. Der hatte kein Nummernfeld mehr, ne? Oder genau, dann haben bei einigen Spielen konntest du die Spiele gar nicht mehr spielen. Du hattest in unserer Übersicht geschrieben, dass du dich irgendwie an den HF-Modulator hauptsächlich erinnerst. Was willst du uns damit sagen? Ich will einfach damit sagen, ich kann mich gar nicht erinnern. Hat man den Amiga damals mit Bildschirm verkauft oder... Ich hatte nie einen Bildschirm. Ich habe mir damals so einen HF-Modulator gebaut. Das war so ein total wackeliges Ding da hinten. Und das war recht lang. Das war hinten links reingesteckt und dann konnte man das Ding nicht mehr aufs Regal stellen, weil es dann fast wieder vorne runterfiel. Ne? Das meinst du? Das war so 25 Zentimeter. Ja, ja, weil ich konnte da halt das Bild dann mit HF, also ich konnte es damit auf dem Bildschirm, also auf dem Fernseher projizieren. Und also ich habe nie einen Bildschirm gehabt, deswegen, also... Ich wollte auch gerade sagen, habt ihr alle am Fernseher gespielt eigentlich? Weil ich habe auch hinten einen Umschalter gehabt, Amiga CD60 übereinander stehen gehabt, konnte dann halt zwischen den beiden switchen, aber ich habe auch immer über den Fernseher gespielt damals. Also ich glaube, das Problem war ja, dass der Amiga 500, das Problem war einfach, früher waren Fernseher und Monitore teuer, ne? Naja, und mein Fernseher hatte man vielleicht schon rumstehen dann sozusagen. Hattest du, sage ich jetzt mal, ein Spielzimmer oder wie man das auch immer damals genannt hast, und da stand wahrscheinlich dein Fernseher zum normalen Fernsehgucken und deswegen hast du diesen HF-Modulator geholt, damit du nicht noch einen Amiga-Monitor kaufen musstest, der damals 800 Mark gekostet hat. Ja, ganz genau. Was ich aber auch total lustig fand, du hattest gerade den Osten angesprochen. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat. Du hast ja erzählt, du hast mal als Discjockey gearbeitet, ich auch. Und du hast gesagt, wie die Grenze aufgemacht hat, da war ein großer Bedarf an Homecomputern. Es gab ich weiß gar nicht, ob du das weißt, die größte Plattenfirma, glaube ich. Amiga. Ja. Haben die was miteinander zu tun? Nein. Das war einfach Zufall. Die SED hat wahrscheinlich diesen Begriff zugestimmt. Das spanische Wort für Freundin halt. Ich meine, das sollte ein bisschen ausländisch klingen. Dass immer, wenn ich bei eBay bei einem großen international agierenden Auktionshaus gucke und tippe Amiga ein. Du kannst gerne Namen nennen. Wir sind hier nicht irgendwie von Sponsoren abhängig. Sag ruhig eBay, wenn du eBay meinst. Das wenn ist ich richtig eBay Kleinanzeigen meint er, und wenn halt er dann und Amiga, wenn er dann denkt, dann kommen hier genau von Platten. Und zwar Bootlegs, oder das war ja damals, glaube ich, sogar reglementiert, dass die auch die westlichen Musiker, die dann mal eine Platte über Amiga verkauft hatten, dass sie dann bekamen, die, glaube ich, sogar Alimente, also bekamen dafür Geld. Alimente? Alimente? Da bringst du was durcheinander. Das war was anderes. Das Plattenkind in der DDR, da kriegen sie Alimente. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, Alimente. Ja, Commodore hat eine Plattenfirma in der ehemaligen... Genau, und ich habe eine Boutique schwanger gemacht. Das gehört jetzt nicht zu Amiga, aber ganz kurz, fand ich auch damals witzig, als der Ostblock sozusagen
geöffnet wurde, war der C64 ja zum Beispiel schon tot in dem Sinne. Und dann hat man noch massenweise von C64-Geräten in den Osten exportiert und denen das als tolle Computer verkauft. Das weiß ich noch. Als ich diese Liste durchgeguckt habe, habe ich halt auch gedacht, dass es passte halt, ne? Irgendwie Amiga 500, 87 rausgekommen. 1990, 3000, 91 Amiga 500 Plus. Ich vermute einfach wirklich, dass Commodore gedacht hat, man schmeißt den Markt voll mit einem vermeintlich runden Paket, aktuelles Betriebssystem, 1 Megabyte Speicher. Aber im Prinzip produzierst du nur etwas, was inkompatibel ist, weil das wollte ich vorhin erklären noch. Viele Spiele liefen nicht mit dem Kickstart 2.0, weil die brauchten 1.2 oder Premium 1.3. 1.3. Genau. Hattest du früher verschiedene Amiga-Modelle mal selber ausprobiert oder bist du nur auf dem 500 da mal gewesen damals? Also ich bin erstaunt, wie viele Amiga-Modelle es gab. Also ich hatte den Amiga 500, also das war der einzelne, und Amiga 1000 wusste ich, dass es den gibt. Also ähnlich war es damals bei der C64-Zeit, also C64, und dann gab es den 128er. Ich weiß nicht, wo der Unterschied war oder so. Also jetzt. Der eine, der 128er, konnte CPM, also dieses mehr oder weniger in Richtung PCs gehende Betriebssystem lesen. Das war noch eine, aber nur in einem Modus. Das waren im Prinzip zwei Computer, ja, in einem. Wie gesagt, und dass es so viele Amiga-Modelle gab, das wusste ich gar nicht. Aber ich meine, wir waren damals alle jung und wir brauchten das Geld und wir hatten, sage ich mal, im Endeffekt eigentlich nur das Ding, eigentlich nur zum Daddeln. Und zum Daddeln gab es, glaube ich, eine Menge Spiele beim Amiga, oder? Das ist richtig. Und da kommen wir auch gleich noch zu. Ja, ich war noch nicht ganz fertig. Ich wollte gerade sagen, es gab noch einen CD32. Hast du den erwähnt? Nee, der CD32, ja, ich habe jetzt das, weil wir uns an Amiga beschäftigt haben, deswegen habe ich den CD32 jetzt explizit nicht genannt. Ich finde, das können wir auch nochmal, wir werden ist, ja auch nochmal... Das ist ein Amiga, ich meine, was ja, ist das? Ja, es ist eigentlich Amiga 500, es ist wie das CDTV, aber ja, halt noch mehr Amiga, ne? Es war wieder ein Versuch, mit einer guten Idee und alter Technik zusammen was zu machen, was 10 Jahre zu früh produziert wurde. Aber da geht es auch später im Interview noch drum. Du hast doch was vergessen. Ja, ich war noch nicht fertig. Also ich wollte jetzt nicht, dass bis zum letzten, aber was natürlich für die Amiga-User ganz wichtig war, neben dem scheußlichen Amiga 600, der eigentlich nichts gebracht hat, war der Amiga 1200er und der 4000er. Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, sind 1992 erschienen. Das sind Computer, die damals jedem PC in der normalen Preisklasse preisleistungstechnisch weit überlegen waren. Das heißt, der 1200er hatte, glaube ich, 4 MB Arbeitsspeicher, der 4000er hatte, glaube ich, standardmäßig auch 4 MB und konnte man aufrüsten. Oder, nee, Entschuldigung, 2 MB waren es, glaube ich. Leistungsstarke Prozessoren, der 68 IC030 beim Atari 1200 hatte den AGA-Chipsatz, also immer wenn man mal Spielen gelesen hatte, AGA-Version war das die Version mit irrsinnig viel Farben, höhere Auflösung. Der 4000er war ein echter 32-Bit-Prozessor, also 32-Bit-Interface, ein 68040er. Das ist für die damalige Zeit wirklich ein Top-Gerät. Und man hatte den Vorteil beim 4000er, der war ja so ein bisschen kastiger, da konnte man richtig geile Turbokarten reinbauen. Ich habe einen Kumpel gehabt, der 4000 hat, glaube ich, 3000 Mark gekostet, wenn ich mich noch richtig erinnere. Der hat da nochmal 5 oder 6000 Mark in Turbokarten reingesteckt und nochmal eine Speicherkarte rein. Ich glaube, der hatte 32 MB Arbeitsspeicher und diese PS2-Module waren so schweineteuer früher. Beim PC hatte ich ja nur 4 oder 8 MB und das waren schon 500 Mark. Und heute versuchen Leute ihre moderneren Amigas so lange aufzurüsten, bis sie PC-Sachen darauf spielen können. Also das gibt ja auch schon, bis sie es emulieren können. Das ist natürlich totaler Quatsch. Also kanntest du diese Leute, die krampfhaft versuchten, die 1200er noch so lange durchzuziehen und zu sagen, ich habe das bessere Gerät? Wir kennen das halt aus dem Garten. Das kannte ich gar nicht. Ich meine, wir reden ja, sage ich mal, von Speichergrößen. Da lächeln wir. Ich meine, wir haben heute Arbeitsspeicher. Ich weiß gar nicht, wie weit es im PC-Bereich geht. Ich habe jetzt letztens noch einen Laptop gesucht von meiner Tochter. 16 Gigabyte. Und wo redest du von 4 Megabyte? Ja. Ja klar, Amiga 1200. Ja, das habe ich alles mal gehört. Aber da war irgendwann bei mir schon die Luft draußen. Ich hatte, glaube ich, dann andere Hobbys. Und das habe ich so selber gar nicht mitbekommen. Was mich jetzt gerade schockt, was ihr gerade mal erzählt, dass es Leute gibt, die jetzt ihre alten Amigas aufrüsten, um PC-Spiele zu spielen? Das sind keine alten Amigas, das sind schon so die 3000er und also die letzten Modelle. Es gab ja auch später, wie gesagt, ich greife gerade schon wieder etwas vor, noch Amigas bei Escom oder auch bei Gateway, die PC-ähnlicher wurden und auch mit anderen
Turbokarten oder Grafikkarten gearbeitet haben und auf der Videobearbeitung auf PC-Niveau waren. Und da konnte man dann auch im Prinzip MS-DOS drauf fahren. Da konnte man, soweit ich weiß, sogar Windows drauf fahren teilweise. Und es gibt Leute, die bis heute mit dem Amiga-Betriebssystem und Ähnlichem wieder PC-Sachen emulieren. Also das gibt's bis heute noch. Und die Entwicklung hat nicht aufgehört, weil auch da immer noch Es gibt Zulieferer, die gearbeitet wird, ja. Genau, es gibt Zulieferer, die produzieren, glaube ich, jetzt immer noch Hardware für die Kisten. Ja, aber mal ganz ehrlich, ich bin so einer, ich habe mal Amiga 500 gehabt und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber der Amiga 500, das war doch die eierlegende Wollmilchsau. Richtig, genau. Und alles, was danach, kam, das war einfach nur höher, schneller, weiter, aber das ging alles nach hinten los. Ich hatte zeitweise mal einen Amiga 1200, weil ich den einfach optisch so niedlich fand. Und 600er, Entschuldigung, das war der 600er, glaube ich. Der kurze, ja. Der kurze, den fand ich total niedlich und witzig, weil der so schön klein war. Den habe ich mir dann mal geholt und dann hatte ich wirklich das Problem, was Robin sagte, dann sollst du irgendeine Kopierschutzabfrage eintippen über einen Nummernblock und der hat keinen Nummernblock gehabt. Das Spiel konnte ich nicht spielen. Dann stimmte wieder irgendwas mit dem Kickstarter nicht oder was auch immer. Jetzt habe ich wieder einen Amiga 500 stehen, denn da hat Hatti recht. Im Prinzip, zumindest im Spielebereich und auch im kleineren Grafikbereich, reichte das Ding völlig aus. Was anderes haben wir früher ja überhaupt nicht gemacht. Wir haben doch nur gespielt. Richtig. Und deswegen, ich glaube, das ist das Grundlegende, was auch bei Commodore falsch verstanden wurde. Die hätten im Prinzip den 500er abwärtskompatibel, also ein Gerät produzieren, was abwärtskompatibel zum Commodore Amiga 500 gewesen wäre, aber wieder 1200er eine technische Voraussetzung für die Zukunft machen müssen. Und das im preislich normalen Rahmen. Was sie gemacht haben, ist, sie haben im Prinzip den 500er schicker, toller gemacht, mit einer Möglichkeit zum Einbau einer internen Festplatte. Das gab's ja alles beim 500er nicht, musstest du ja immer diesen riesen Plotz da hinten an die Seite ranschieben. Aber es ist halt nicht abwärtskompatibel. Viele alte Spiele laufen auf dem 1200er oder 4000er nicht, weil es einfach Kickstart 2.0 hat. Viele Spiele laufen dann, die Codeabfrage funktionierte nicht, dass das Kettenlaufwerk hat anders funktioniert. Das ist so wie, das geht, glaube ich, heutzutage nur, wir kommen jetzt schon wieder zu Apple, oder ich sage das nur kurz, Apple kann das machen. Apple bringt eine neue Serie von Computern raus und sagt, so, jetzt arbeite ich wieder mit einem Prozessor von Firma XY zusammen, ihr müsst leider eure gesamte Software kaufen. Ne? Wie gesagt, das hat sich alles geändert. Früher hätte man das einfach anders machen können. Heutzutage ist es ja, ganz kurz, heutzutage ist es ja wirklich so, die Leute bauen neue Grafikkarten und solche Geschichten. Ich weiß es gar nicht, wie war es, hatten die beim Amiga damals schon Grafikkarten? Weil das hätten sie ja eigentlich machen können. Die hätten ja einfach sagen können, okay, das ist der Amiga 500 und wir bauen da einfach eine neue Grafikkarte oder einen anderen Prozessor ein und immer weiter, aber sind dann halt einfach irgendwo in eine völlig andere Richtung gegangen und wollten halt, ich sag mal, auf jeder Hochzeit tanzen. Ich weiß, das alte Problem wie bei PlayStation jetzt, die haben nicht an die Kompatibilität gedacht und du hattest immer tolle, schnelle, super moderne Teile drin und am Ende liefen die alten Produkte nicht weiter. Und was nützt dir ein Amiga, der jetzt theoretisch, ich weiß nicht, wie viel Pixel darstellen kann, aber praktisch die alten Spiele nicht mehr abspielt. Und für die neuen Möglichkeiten gab es gar nicht die Produkte, weil die Software nicht produziert wurde. Ja, aber Software oder Spiele gab es ja, gab es für den Amiga eigentlich nur Spiele oder gab es auch Anwenderprogramme eigentlich? Massig. Außer Kopierprogramme. Amiga hat eins der berühmtesten Anwendungsprogramme aller Zeiten entwickelt, Deluxe Paint. Das ist eine Sache, das ich vorhin schon sagte. Das fällt mir ein. Und da gab es aber auch Textverarbeitungen. Natürlich, es gab Büro-Fakturierungsprogramme. Videoschnitt. Ganz viel Schnittprogramme, richtig. Das sind all die Sachen, die wir gerade mehr oder weniger aussortieren und Stück für Stück vernichten im Laden. Nein. Ja. Wir haben echt Sachen gefunden, die kann heute keiner mehr benutzen. Das sind echt, die Spiele überleben eigentlich. Aber diese Anwendungen teilweise waren damals für sehr beschränkte Zwecke. Aber Hatti. Was mir noch einfällt, du hattest ja gefragt, eine Aufrüstbarkeit. Also es war immer so, Commodore hat versucht immer der 500er und der 2000er. Der 500er ist das feststehende Gerät, was nämlich mal auch an billiger zu produzieren ist. Der 2000er hatte eine Upgrade-Möglichkeit bekommen. Beim 2000er gab es, ich weiß nicht, ob du dich auf dem PC den Begriff ISA-Slot, ISA-Slot,
Diese ja. Steckkarten, genau, der hatte schon Steckkartenmöglichkeiten, da konntest du Upgrades mitmachen. Aber dadurch, dass sich die größere Verbreitung des A500ers, jetzt kannst du sowas nicht mehr anbieten, weil dann müsstest du die 2000er, die wahrscheinlich 5% aller Amiga-Kunden ausmacht, den sagst du, bitte, ich habe eine neue Grafikkarte, 1500 Mark, das kauft ja keiner. Und beim Computer heutzutage, die komplette Modularität, das wäre für damals ein Traum gewesen. Es war aber auch nicht so einfach. Ich weiß noch damals, wir mussten im Laden Festplatten einbauen in Amigas und konfigurieren. Ich bin bald durchgedreht bei der Softwarekonfiguration von Amiga-Festplatten. Da brauchte man so viel verschiedene Treiber und Installationsroutinen. Ich könnte das heute gar nicht mehr. Das war nicht reinstecken, formatieren und fertig. Das war ein Plug and Play gab es damals nicht. Schade. Das wäre also innovativ gewesen. Commodore hätte sich das einfach machen können, aber hat halt versucht, durch immer neue unterschiedliche Modelle, die ein bisschen inkompatibler waren als das vorherige, aufzuholen, aber es wurde halt immer schlechter. Und da werden wir nachher auch, um das mal umzuleiten auf das Interview, da wird der Herr ja auch sehr viel drauf eingehen, denke ich mal, um zu verstehen, was man merkt im Hintergrund, dass da ja auch schon die Geldgeber dann irgendwann gestoppt haben, weil festgestellt wurde, dass die Ideen und die zukunftsweisenden Sachen weggelassen wurden. Es wurde dann irgendwann. Es wurde technisch viel gemacht, aber es wurde vergessen, an die Software zu denken. Es war wirklich das Hauptproblem, dass teilweise viel zu wenig viel zu wenig Möglichkeiten waren, diese Produkte zu nutzen. Die waren immer ihrer Zeit voraus, aber es gab nicht die passenden Produkte. Die haben zu schnell die Geräte rausgebracht, die technisch super waren, aber keiner konnte merken, was diese Geräte eigentlich leisten könnten oder konnten. Also ich bin der Meinung, früher gab es doch eigentlich immer nur geht oder geht nicht. Heute, wenn du am Rechner sitzt, geht vielleicht so ein bisschen, irgendwo hast du Probleme, hier und da gibt's immer irgendwas, aber damals war es doch so, entweder lief das Spiel oder das Programm oder es lief nicht. Ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist. Ich muss immer beim Amiga, ich sehe immer dieses rote, blinkende, auf schwarzem Hintergrund flackernde Bild, Guru Meditation, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es gab Spiele, die an einigen Tagen liefen sie, an einigen nicht. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Hattet ihr diese Fehlermeldung auch so regelmäßig? Kennst du die auch noch, Rati? Nee, also ich kenne das nicht. Also ich kenne halt, gut, wir sind zwar beim Amiga-Thema. Ich kenne die Fehlermeldung vom Amiga gar nicht mehr. Ich kenne halt den Klassiker Syntax Error. Okay, das ist klar. Also das ist der Klassiker oder Load Error. Das waren ja so die Klassiker. Die Kopierfehler, meinst du? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es beim Amiga war, aber beim Amiga gab es auf jeden Fall eine Menge tolle Spiele und ich denke einfach mal, wir sollten auf diese tollen Spiele eingehen. Wir haben ja ungefähr 50 Spiele in unserer Liste stehen, aber wenn wir jetzt 50 Spiele durchsprechen, weiß ich nicht, wo wir dann irgendwo landen. Nein, aber das machen wir wie eine Art Brainstorming. Wir nennen den Titel und wenn einem was einfällt, ein paar Stichworte dazu. Wir wollen das auch nicht. Es gibt, ich habe jetzt hier eine Liste vorliegen von der Datenbank. Es gibt fast 5000 Amiga-Spiele. Das heißt, wir werden sowieso nur einen kleinen Teil natürlich erwähnen. Und wir haben uns Spiele ausgesucht, die vielleicht eine gewisse Relevanz haben für den Amiga. Hatti, du dies vor und Patrick und ich machen Brainstorming und wenn du dir noch was einfällt, dann springst du einfach dazwischen. Weil bei uns sprudelt es genau. Aus. Weil ihr eine Menge Spiele, ich habe auch ein paar reingeschrieben, und zwar, es gibt eine Menge Spiele, die mir gar nichts sagen, aber das erste Spiel sagt mir natürlich was, A320 Airbus. Patrick, was ist da los? Mir fällt ein, soweit ich weiß, deutsches Produkt, dickes Handbuch. Das sind die Sachen, die mir spontan kaufen kann. Robin? Ja, Talion Games, direkte Kooperation mit Airbus. Der Airbus A320 war ja das erste Fly-by-Wire-Flugzeug, was Maschine, die hier hergestellt wurde. Und das war das Spiel, wenn wir das im Verleih hatten, da wog, glaube ich, der Karton 2 Kilo, weil der Hersteller nicht nur von Airbus was dazu gepackt hat, sondern aber auch von der, da konntest du für Deutschland die gesamten Flightplans, ILS, Flightcharts, war da mit drin. Das war wirklich, du machst das Paket auf und da war kein Quadratzentimeter mehr Platz und das Spiel hat, glaube ich, nur 2 Disketten gehabt. Da war so viel Papier drin, das ist das Einzige, woran ich mich noch erinnere. Hast du das mal gespielt, Hat? Nein, ich kenne das nicht, aber ich kenne Alien Brad, weil das hat eine ziemlich coole Draufsicht als Shooter und was kann denn unser Robin dazu sagen? Alien Breed war für mich das erste Spiel, was ich beim Kumpel gesehen habe, wo ich dachte, Mann, der Amiga mit seinen geilen, mit dem Scrolling in alle Richtungen, das war einfach zu geil. Und das war Team 17, das war so eine, sag ich mal, für die 90er ein ultra hippes Programmierteam, was
schnelle, actionreiche Spiele programmiert hat, Jump'n'Runs. Das fand ich, ich glaube, Patrick wird sich auch noch an Alien Breed erinnern, oder? Ich habe es gar nicht so oft gespielt. Ich weiß nur noch, dass die Musik von Alistair Brimble war und dass das Spiel eigentlich sehr hübsch war, aber mir persönlich ein Tick zu düster. War ja, das ist so Cyberpunk, genau. Das für die Zeit ein tolles Actionspiel. Für mich war es jetzt nicht das Spiel, was mich jetzt stundenlang unbedingt vom Amiga gehalten hat. Ja, Patrick hatte irgendwie ist immer tierisch mit der Musik beim Amiga gehabt. Ja, wunderbar. Aber Patrick, Amber Moon, das kenne ich auch. Da bin ich mal raus, das war ein Rollspiel, tut mir leid. Ach so. Kannst du gleich Amber Star dazu nehmen, bin ich auch raus. Ich habe schon damals keine Rollenspiele gespielt. Ich glaube, das ist auch Talion, ne? Das ist auch derselbe. Das ist von Talion 1993, ja. Ich bin ja Rollenspiel-Fan, aber Rollenspiel war ich zu der Zeit damals nicht. Aber Amber Moon habe ich mir, der Name sagt mir zumindest was. Aber scheinbar kann der Robin was da kurz zu sagen. Nein, also ich war ja nicht so der klassische Rollenspieler, aber ich weiß, dass das war für die Rollenspieler auf dem Amiga, die sonst eigentlich immer diese SSI, ein bisschen isometrischen, grafisch nicht so richtig schicken Spiele gespielt haben, war das, glaube ich, so einer der ersten echten Highlights. Dann gab es noch Schwarze Auge, das haben wir gar nicht mit aufgenommen, das ist aber auch nicht so wichtig, meiner Meinung nach. Amber Moon, Amber Star waren echte Schwergewichte für die Rollenspieler auf dem Amiga, zumindest auf dem deutschen Markt. Ich finde immer noch fasziniert, ich habe immer noch diesen Schaden, ich sehe Verpackungen vor mir, das muss irgendwann mal aufhören. Das ist nicht normal. Dann schieße ich mal den Ball zu Patrick. Der Klassiker überhaupt, das sollte jeder kennen, Anstoß. Ich kenne es, ich habe es angespielt, ich habe mich damals nicht für Fußball interessiert, tue es auch heute nicht. Habe zwar einige Action-Fußballspiele gespielt, aber Anstoß als Simulation hat mich nicht so begeistert. Ich weiß, dass die Firma sehr wichtig war, Escon oder Escaren damals, aber ich habe das jetzt nicht bis zum Erbrechen gespielt zumindest. Habe aber viele Leute gesehen, die es Stunden gespielt haben. Ja, also ich erinnere mich daran, dass ich glaube, unser damaliger Chef das wie blöd gespielt hat. Das Spiel ist halt im Vergleich zu dem ähnlichen Bundesliga-Manager multimedial viel besser. Also es bot auch, glaube ich, viel mehr Möglichkeiten. Das war nicht so minimalistisch wie Bundesliga-Manager und deswegen wurde das viel gespielt. Patrick, Take Me to Another World, Side-Scroll-Platform-Adventure. Hast du es gespielt? Ich habe es gespielt, kann mich aber nicht mehr an Details erinnern, außer dass es, glaube ich, grafisch recht eindrucksvoll war und auch, und da kommen wir schon wieder zu Karateka, sehr hübsche Bewegungsabläufe hatte. Robin, hast du es länger gespielt? Ich habe es länger gespielt. Ich war fasziniert von einem Intro, was ewig lang war. Künstlerisch hochspannend, grafisch super, eine französische Firma, die sehr viel Wert auf Design auch gelegt haben und perfekte Bewegungsabläufe. Das war alles digitalisiert, die Person bewegte sich wie die, also es war alles digitalisiert. Das war wirklich, auch heutzutage kann man das noch erahnen, dass es toll war. Ja, Chris Hülsbeck ist ja der Guru, der Musiker für den Amiga und Apydia war ein Spiel, was Patrick mit Sicherheit geliebt hat, weil er ja ich hab's Musik natürlich wegen, ich hab's natürlich ja, genau, wegen der Musik gekauft, ja. Es steht ja auch tatsächlich im Regal. Richtig tolle Musik, wobei Chris Hülsbeck mich auf dem C64 musikalisch fast noch mehr begeistert hat. Aber das Spiel ist der Hammer. Das ist ein Links-Rechts-Shooter, wo man mit Insekten rumballert. Man ist also ein fliegendes Kerlchen und schießt auf Krabbelkäfer, auf Schmetterlinge und ich weiß nicht was alles. Das Ganze ist irre bunt in irren Farben und es ist sau schwer. Robin, kannst du dich noch an unsere Apydia-Stunden erinnern? Ja, ich habe daneben gestanden und habe überlegt, wie Patrick diesen ganzen Bonbon-Kram erträgt, weil das fand ich wirklich extrem, da extrem viele Objekte, die auf einen zufliegen und ich brauchte immer so ein bisschen Technik, Science-Fiction, um Side-Scroller, also Ballerspiele mit einem Raumschiff von links nach rechts. Ich fand das einfach zu abstrakt. Ja, und vor allem, dass man Tiere abschießt, ist natürlich skurril. Ja, ja. War von der Firma Kaiko, das war die Firma, wo auch Chris Hülsbeck mal integriert war zeitweise, sie mit gegründet hat, ein deutsches Produkt. Hat damals wirklich absolut Wellen geschlagen und bis heute spielbar und auch noch ein Spielchen wert. Apydia. Das nächste Spiel, das kenne glaube ich sogar ich, da müsst ihr beide mir helfen, weil ich habe es glaube ich gespielt, Battle Chess. Ist das dieses Schachspiel, wo da einer hingeht mit so einem Schwert und schlägt den Gegner nieder? Das ist Battle Chess, oder? Das ist eigentlich ein Schachspiel, ein ganz normales Schachspiel mit
Animation, wenn die Figuren vom Brett fliegen. Und ich glaube sogar, es gab mal ein indiziertes Battle Chess. Also ich glaube, ein Schachspiel war mal auf dem Index aus der Reihe. Kann mich aber nicht mehr genau erinnern, welches. Ich kenne das mit so einem Schwert. Da wurde auch. Das ist richtig. Das ist Battle Chess gewesen, ja. Da waren diverse Varianten, wie die Figuren sterben konnten. Aber im Prinzip war es tatsächlich nur Schach. Animiertes Schach, aber so anders animiert, dass die Leute es gekauft haben. Also technisch ist es ja so, du klickst einfach diese, ich sag mal, die normale Bewegung im Schachspiel und der schlägt, der hat jedes Mal eine neue Sequenz gehabt. Das heißt, du hast halt von den Figuren, jeder hat eine neue Sequenz. Das waren so witzige Sachen dabei, weil diese Figuren halt wirklich so lebensecht dargestellt, wie der Bauer dann eine andere Figur schlägt und der sprang dann hoch, weil die andere Figur so groß war. Das war damals, ich meine, da hast du oft, glaube ich, auf dem Amiga, ich weiß nicht, wo ich das gespielt habe, auf dem PC, da hat die Festplatte immer die ganze Zeit gearbeitet, weil das viel zu viel Grafik war. Ich glaube, das war auch eine ganz schöne Diskettenorgie. Ich kenne es von Amiga, das war eine Menge Disketten und das war sehr böse. Battle Isles, Strategiespiel, ist, glaube ich, eher Richtung Robin, weil Strategie war Patrick ja nicht so sein Ding. Ja, und jetzt sehe ich gerade was ganz Schockierendes. Ich hätte mir das Spiel wegen der Musik kaufen müssen, ich habe es nicht getan. Da soll eine Musik von Chris Hülsbeck mit drin sein. Ja, beim Intro. Das muss ich nochmal. Das kann ja jetzt wohl nicht angehen. Ich hätte das Spiel spielen sollen. Ich habe es. Gewalt. Stundenlang gesehen, wie Robin es gespielt hat, glaube ich. Mehr weiß ich dazu. Ja, also genial. Rundenstrategie Hexfeld, vergleichbar mit Panzergeneral, was viele Leute auf dem PC kennen. Es hat einen echt genialen Zweispieler-Modus gehabt. Man konnte im Amiga zwei Mäuse einstecken und jeder hat seinen Bildschirm gehabt. Also Splitscreen in der Mitte und rundenbasierte Taktik, Science-Fiction, eine ganz witzige Geschichte. Gab es auch noch diverse andere Teile von. Das hat Blue Byte reich gemacht, dieses Spiel. Das war das erste Mal, dass wirklich auch Geld geflossen ist, auch international. Dieses Spiel ist auch international gelaufen. Ich muss auch sagen, Blue Byte, das war ja so auch so einer der führenden Softwarehersteller auf dem Amiga, weil Blue Byte, kann ich mich sehr oft dran erinnern, oder? Liege ich da falsch? Ja, nee. Blue Byte war schon richtig. Battle Squadron, Shooter, 2D-Spieler, Aufwärts-Scroller, habe ich hier so als Stichpunkt stehen. Patrick? Ja, das war so ein Ding, was ich absolut genial fand, weil es das erste Amiga-Spiel eigentlich war, was Spielhallenqualität hatte. Man spielte in der Ober- und Unterwelt mit Raumschiffen und ballerte um sich. Es konnten zwei Spieler gleichzeitig spielen, was sehr schön war. Und es hatte eine sehr nette Lade- und Spielmusik und hat mir persönlich richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, das haben wir auch diverse Male gedattelt. Kann ich mich gut daran erinnern. Im Keller haben wir das gespielt, Patrick. Wir haben doch alles im Keller gespielt. Ja, nein, aber das war so ein klassisches Spiel, was Patrick im Keller gedaddelt hat, wenn dann irgendwie nach der Arbeitszeit wir mal spielen konnten. Richtig. Bing! Was ist Bing? Das hört sich so asiatisch an. Ich sehe das Cover irgendwie noch vor mir. Das war irgendwie ein leicht bekleidetes Fräulein. Hab das aber selber, glaube ich, nur mal auf dem PC angespielt. Ich habe es auf dem Amiga nie richtig gespielt. Ich fand das einfach zu plakativ und konnte darüber nicht lachen. Hat einer von euch gebingt? Ja, ich erinnere mich. Das ist eigentlich eine Wirtschaftssimulation eines Krankenhauses. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, Mad-Humor, noch sexistischer. Ich glaube, das ist Reline, das ist auch eine Hannoveraner Firma Magic gewesen. Bites ist es, oder Magic Bites, Entschuldigung. Und das ist sehr sexistisch. Also das ist schon fast St. Pauli-Nachrichten-Niveau gewesen, mit immer leicht bekleideten, sehr willigen Damen mit großer Oberweite, die sich immer sehr weit nach vorne gebeugt haben. Und ich glaube, das war der einzige, wobei das Spiel soll auch gut gewesen sein, aber das ist sehr sexistisch. Also das hast du auch nicht bis zum... Nein, nicht bis zum Du hast dir das Cover angeguckt und es hat dir gereicht, nein. Ja. Hast du das gespielt? Nein, habe ich Bing nicht gespielt, das wollte ich ja gerade noch erzählen, du hast mir nicht ausreden lassen. Ich wollte gerade sagen, Bubble Bobble kenne ich, aber Bing habe ich nicht gespielt. Ja, Bubble Bobble, Robin. Bubble Bobble, da sehe ich auch immer Patrick mit diesen Kugeln. Ja, es gibt immer schön, wenn man eine schöne Assoziation mit dem Spiel hat, mit diesen Kugeln zerteilen und nochmal Kugeln zerteilen und nochmal Kugeln zerteilen und dann irgendwann kann man schwer einordnen, wie würde man sagen, Tetris von unten oder... Du verwechselst gerade zwei Spiele, Entschuldigung, dass ich dich da korrigieren muss. Ja, gerne, ich lasse mich gerne korrigieren. Bubble Bobble ist die Spielhallenumsetzung von dem Spiel mit dem Blasen, wo du Gegner einbubbelst und auf Plattformen rumhüpfst. Du sprichst von Puzzle Bobble gerade. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade einen Verdreher. Furchtbar. Ja, Bubble Bobble ist von 1989 von Firebird und eines der bekanntesten Automatenspiele der Spielegeschichte, was mit ganz niedlichen
kleinen Dinosaurierfiguren. Der eine war grün, der andere blau. Auch einen tollen Zwei-Spieler-Modus hatte. Richtig, okay. Spaß gemacht hat. Und das habe ich auf dem C64 bis zum Erbrechen gespielt. Auf dem Amiga habe ich es angespielt. Also fand ich total niedlich und schön gemacht. Also ein Spiel, was man auch auf dem Amiga sicherlich auch heute noch wieder rausholen kann. Ja, und das nächste Spiel, da kann ich auch mal mitreden. Bundesliga-Manager. Damals haben wir uns noch für Fußball interessiert. Damals gab es noch Fußball, was noch Sport war. Und wir haben alle Bundesliga-Manager gespielt, weil wir wollten alle unseren Verein nach vorne bringen. Oder, Patrick? Da ich mich ja nicht für Fußball interessiert habe, habe ich nicht Bundesliga-Manager gespielt. Fand aber faszinierend, mit wie viel Mühe sich Leute die aktuellen Daten übertragen haben. Irgendwie konnte man die editieren oder konnte Zusatzdisketten einlegen. Hat mich nicht großartig tangiert. Wie gesagt, Wirtschaft und Fußball passte für mich nicht zusammen. Ich habe für meinen Teil, glaube ich, keinen Bundesliga-Manager gespielt. Ich bin dann der Eishockey-Manager-Fan gewesen, einfach wegen des Sports. Damals fand ich Eishockey ganz toll. Ich weiß aber, ich kann es aus dem Laden erzählen, dass bestimmt die Hälfte der Amiga-Leute nichts anderes gemacht haben, als immer nach den neueren, besseren Spieler zu suchen, der neben 99, 99, 55 oder 99, 99, 60 der perfekte Zusatz zum Team wurde, damit nicht der gesamte Level des Qualitäts des Teams so gesteigert wurde, dass man dann auch besser gewinnen konnte. Aber mir war es, glaube ich, einfach über die Zeit zu viel Fußball. Tut mir furchtbar leid fürs Spiel. Der Spruch, Krieg hat noch nie so viel Spaß gemacht, steht hinter dem nächsten Spiel Cannon Fodder. Das muss mir mal erklären. Ja, das ist die Titelmusik. Das war ein Spiel, was absolut faszinierend von der Idee her war, weil es ist eigentlich ein simples Ballerspiel, wo man mit kleinen Männchen im Krieg einfach überleben muss als Actionspiel und man denkt einfach, das Spiel geht los. Aber nein, da kommt vorher eine Musik und da ist auf dem Amiga wirklich Gesang zu hören und da singt dann jemand in einem lustigen, ich will nicht sagen volksmusikartigen Stil, War has never been so much fun. Und das sollte Satire sein, das kam aber bei einigen nicht so richtig als Satire an. Und das wurde damals gemacht von John Hare und Richard Joseph und das ist bis heute für Amiga-Leute, wenn du diese Takte anspielst, dann wissen die alle sofort, jetzt kommt Cannon Fodder. Ich glaube, da wurde sogar noch eine Rose eingeblendet oder eine Blume eingeblendet dabei. Zum Spiel selber gespielt habe ich das sehr gerne und ich habe ich vorhin vergessen. Das habe ich gerade letztens wieder gespielt, war aber nicht so erfolgreich. Ich fand es verdammt schwer. Ja. Aber das ist so ein kleines Wuselspiel, wer noch Sensible Soccer kennt. Im Prinzip ist es, sind das die Figuren aus Sensible Soccer, die nicht Fußball spielen, sondern Krieg. Genau, und du konntest die Figuren mit der Zeit verbessern, also umso mehr sie umgebracht haben, umso besser wurden sie und konnten dann automatisch selbst schießen. Also die haben dann die ganz einfachen Soldaten musstest du immer sagen, hier töten, töten, töten. Und die besseren Soldaten, die wussten dann ganz genau, wenn die sich einem bestimmten nähern, dann konnten sie auch automatisch töten. Aber es ist irrsinnig schwer, irrsinnig schwer. Ich habe es auch heute nicht mehr gut hingekriegt. Ich habe es, wie gesagt, nochmal angespielt. Aber ich möchte es mal wieder spielen trotzdem. Es hat mich irgendwie hat mir doch viel Spaß gemacht. Nettes Ding. Das nächste möchte ich gar nicht ansprechen. Ich auch nicht. Da kriege ich so ein bisschen Angst. Eigentlich braucht man bei diesem Spiel eigentlich nur Sid Meier's zu sagen und alle wissen, ja. Weil das naja, wir brauchen eigentlich nur sagen Robin. Aber Sid Meier's ist ja eigentlich ein Begriff und wer Sid Meier's hört, der kann ja sofort damit was verbinden. Robin, fass dich kurz mit Civilization. Ja, wir lehnen uns zurück, trinken einen Schluck und gewöhnen uns daran, dass wir in jedem Podcast etwas über Civilization hören. Und wenn wir nichts über Civilization hören, dann kommt da wahrscheinlich mit Gran Turismo. Aber da sind wir aber nicht mehr beim Amiga. Nein. Ich wollte nur sagen, wir haben es in die Liste mit aufgenommen, weil auch das auf dem Amiga ein großer Erfolg war. Ich kann mich an die Zeit erinnern, auf dem Amiga, ich glaube, es kam ein Jahr später als auf dem PC und es war grafisch natürlich ein bisschen abgespeckt und es hat irrsinnige Ladezeiten gehabt. Aber trotzdem ist es ein wichtiges Spiel für den Amiga. Punkt. Das ist definitiv ein, ich glaube mal, ich würde fast sagen, es ist Strategievorreiter. Ja, mit Sicherheit. Auf jeden Fall. Man kennt es bis heute, natürlich. Selbstverständlich. Und die Spielidee ist ja eigentlich unverändert heutzutage. Und das ist ja auch mal, heutzutage werden ja viele Genres einfach, also vielen Spielen immer mehr dazugepackt, damit das ein bisschen interessanter wirkt. Das Spiel ist eigentlich seit 25 oder seit 20 Jahren gleich.
Ja, Strategie oder Aufbauspiele sind ja in irgendeiner Weise alle gleich. Ich meine, wie ich vorhin gehört habe, was war das? So eine Art Krankenhausmanager? Da kriege ich ja Angst. Ich meine, es gibt ja für alles Manager. Du kannst ja alles bauen. Es gibt einen Klo-Manager, den haben wir mal irgendwann gekriegt. Klo-Manager Gold. Klo-Manager Gold. Man konnte ein Klohäuschen managen, richtig. Das ist ja ein absolutes Chaos-Engine. Da gibt es nämlich auch ein Spiel auf dem Amiga. Erzähl mal. Sehr tolle Überleitung, Hatti, hast du sehr gut gemacht. Nein, kann ich nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, dass die Musik von einem Teil der Macher von Cannon Fodder ist, nämlich von Richard Joseph. Mir fällt mir nicht ein, sorry. Und ich glaube, es ist ähnlich wie Alien Breed. Ist das nicht auch von Team 17? Es ist im Prinzip der Nachfolger. Genau, ja, oder sowas. Also Science Fiction, von oben gesehen einsammeln, das ist ein bisschen, wenn man gemein ist, sagt man, es ist ein bisschen wie Diablo. Also von der Art. Ich spiele von, also PC Diablo. Ja, oder wie der Automat Gauntlet damals. Genau, es ist eigentlich eher wie Gauntlet. Ich laufe umher, bekämpfe Figuren, die lassen Sachen fallen, ich sammle sie ein und werde dadurch besser. Komisch, ich kenne Robin nicht persönlich. Ich werde ihn vielleicht nächste Woche kennenlernen, aber mir war ganz klar, das ist so ein typischer Diablo-Fan. Nee, überhaupt nicht. Das nächste Spiel, was ich euch an den Kopf schmeißen würde, das steht da in lila. Das kann nämlich auch ich, weil das habe ich gespielt, das war eins meiner Lieblingsspiele. Und da behaupte ich einfach mal, für mich ist das auf dem Amiga eins der schönsten Spiele, grafisch und musikalisch, was ich je gespielt habe. Und ganz vielen würde jetzt das Herz aufgehen, weil ich habe es vorhin noch beim Strothmann gelesen, Defender of the Crown. Alleine der Name ist doch schon cool. Ja, CinemaWare waren ja bekannt für Top-Grafiken und teilweise trotzdem recht einfache Spiele. Ich selbst habe Defender of the Crown geliebt. Ich habe die C64-Version bis zum Abwinken gespielt. Die Amiga-Version war grafisch der Oberhammer. Die Bilder hatte ich mir am liebsten ausgedruckt und irgendwo hingehängt. Damals gab es leider keine Drucker, die das hingekriegt hätten. Grafisch alleine die Schwertkampfsequenz. Ich fand das Spiel toll. Es war nicht sehr gehaltvoll im Prinzip, aber hat mir persönlich richtig Spaß gemacht. Und auch die Musik, wenn man sie einmal gehört hat, sie geht einem nie wieder aus dem Kopf. Kann ich nicht zufügen. Genauso sehe ich das auch. Das war der Hammer. Ja. Das nächste Spiel steht zwar nicht in lila da, weil lila ist hier so meine Schriftfarbe. Lila schützt vor Schwangerschaft. Aber ich kann mich an dieses Intro erinnern. Und ich kann es wahrscheinlich nicht wiedergeben, aber es kam dann immer so ein Ausdruck so, Dragon's Lair. Das war der Hammer. Damals. War das nicht das ganze Spiel? Das war auch nicht das Intro. Nein. Da hättest du dann rechtsklicken müssen. Der animierte Zeichentrickfilm eines ehemaligen Disney-Mitarbeiters. Gab es diverse Spiele, Dragon's Lair 1 bis 3, Space Ace und noch viele andere. Sah alles gleich aus, sah alles aus wie ein toller Zeichentrickfilm. Man hatte, glaube ich, wirklich nur eine Richtung zu benutzen, einfach nur links, rechts, oben, unten Knopf drücken. Im Prinzip das genau das Richtige für Patrick, weil es waren unter 4 Knöpfe, aber ich kam irgendwie, ich wurde mit dem Spiel nicht warm, ich fand es stinklangweilig. Und die Ladezeiten, oh Gott. Auf dem Amiga ging gar nichts. Ich hab es geliebt. Die Ladezeiten, nein. Nein, das Spiel. Okay. Ja. Erzähl, warum? Interessiert mich mal. Was fandst du daran schön? Naja, ich war damals schon fasziniert, also C64 und Amiga, wir haben es ja beim C64 mal angesprochen, wir haben ja, glaube ich, damals alle abgefeiert, das haben wir beim letzten Mal schon erzählt, wie die ersten digitalisierten Soundfiles kamen. Ich glaube, das war so ein Billy Idol-Stück war das, glaube ich, das erste Mal. Und ja, Space Taxi und dieses Dragon's Lair, da kann ich mich heute noch, das ist bei mir noch heute so in der Birne und ich habe es einfach geliebt. Ich weiß nicht warum, aber ich meine, ihr habt aufgrund eures Ladens, also ich meine, die Hörer dürfen jetzt nicht denken, oh Gott, der hat jetzt keine Ahnung, aber ich meine, wenn ich einen Laden habe, das ist ähnlich wie eine Videothek, ich muss jeden Film gesehen haben und ich muss oder wie eine Buchhandlung. Man muss zumindest zu jedem was sagen können, richtig, ja. Ganz genau, und deswegen habe ich Dragon's Lair geliebt. Ich wusste bis heute auch nicht, dass es da Teil 1 bis 3 gab. Ich kannte, glaube ich, nur das erste. Aber ich muss sagen, es gab den ersten Teil in einer völlig anderen Form auf den C64. Da war es ein Actionspiel und kein Film. Stimmt ganz genau. Und dann kommen wir gleich nämlich zum nächsten Spiel. Dyna Blaster habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Gibt es auch unter dem Namen Bomberman. Das kenne ich. Im Prinzip. Ist genau das gleiche, aber Dyna Blaster war die Version damals für den Amiga. Ja, muss ich mich sehr kurz halten, weil... Brauchst du nicht, du hast es schon bei der Nullnummer gesagt, dass du von diesem Spiel geträumt hast.
Richtig, das ist das Spiel, wo ich wirklich von Explosionen geträumt habe. Das haben wir auf Turnieren gespielt. Ich habe, glaube ich, kein Spiel zu der Zeit länger und ausgiebiger gespielt und auch, das muss ich in dem Fall mal sagen, besser gekonnt. Das war eigentlich das einzige Spiel, wo ich wirklich mal eine Chance hatte zu gewinnen. Und ich habe das deswegen wahrscheinlich auch sehr gern gespielt. Ich fand es einfach geil. Es war einfach ganz simpel. Kennen ja eigentlich alle, vier Männchen rennen rum, vier Spieler gleichzeitig, legen Bomben und wer als letzter übrig bleibt, hat gewonnen in einem kleinen Labyrinth, in einer 2D-Draufsicht. Geniales Spielkonzept. Bis heute gibt es diese Spiele im PSN-Netzwerk, kriegt man aktuellere Versionen. Es gibt für sämtliche Computerversionen, es gibt Spielhallen-Umsetzungen. Ich liebe dieses Spiel und ich hatte das, glaube ich, auch mit auf die Insel genommen. Wenn nicht, revidiere ich mich und nehme es jetzt mit. Ich find's einfach toll und ich hoffe, ich spiele es nicht wieder demnächst, weil dann fange ich wahrscheinlich wieder davon an zu träumen. Du hättest noch als, ja, Patrick, also wenn ich das nicht könnte, du solltest vielleicht noch sagen, es gab auf dem Amiga diesen geilen Vierspieler-Dongle, den man hinten ranbauen konnte. Vierspieler-Adapter, ja. Mhm. Also dass einem spielbar lag die Hardware mit bei, dass du es mit vier Leuten mit vier Joysticks spielen konntest. Es war gleichzeitig der Kopierschutz, glaube ich. Ich glaube auch. Und man saß wie die Psychos, wir saßen vor diesem Amiga mit diesem 13 Zoll 1084S Monitor im Laden unten um 23 Uhr und wir saßen davor. Und das, es ging nur einfach darum, es konnte Freundschaften zerstören. Dieses Spiel war, ich habe es auch irgendwann sehr ernst genommen. Wir hatten einen Kunden damals, da kann ich mich noch sehr gut erinnern dran, der das auch sehr gut konnte. Und ich habe mich mit dem über Monate so erbitterte Kämpfe geliefert in Diner Blaster. Wir haben immer schon auf die nächste Veranstaltung hingefiebert, weil wir wussten, wir hauen uns im Finale wieder eine Stunde die Bomben um die Ohren. Ich habe bis heute die Urkunden hier noch liegen von dem Turnier. Ja. War für mich ein richtiges Highlight. Tja, ich könnte fast sagen, ihr gehört zur Elite, weil das war nämlich auch ein Spiel, was auch ich kenne. Das geht in den Himmel. Du kriegst heute den Preis der schönsten Überleitung. Das muss ich ja machen. Aber das ist mein Job hier für euch, weil die Spiele kenne ich meistens nicht, aber ihr gehört einfach zur Elite. Und die nächste Überleitung, die wird super. Nein, wird sie nicht. Die wird besser. Bei Elite bin ich raus. Ich weiß, dass das Spiel überhaupt ist für viele. Es gibt eine neue Geschichte, die dort gerade jetzt produziert wird von Herrn Braben, glaube ich, der ist das, als Kickstarter-Projekt. Das ist für viele der Meilenstein der Computergeschichte. Ich kam mit der spartanischen Grafik nicht zurecht und es waren mir zu viele Tassen. Das ist ein Spiel für Leute mit zu viel Fantasie oder mit einem extremen Hang nach Science-Fiction. Man steuert ein Flugzeug, ein Raumschiff durch eine riesige Galaxie mit unterschiedlichen Planeten. Die musste man sich aber zu großen Teilen auch vorstellen, weil man sah optisch eigentlich nicht viel. Und es ging um Handel und Kampf. Es gab irgendwelche Angriffe von Raumschiffen, die bestanden aus drei Linien. Das ist, aber ganz ehrlich, sag mal, war da nicht die Geschichte, war Braben der mit der Geschlechtsumwandlung oder kriege ich die gerade? Nein, das war der Herr von Mule. Das war Daniela bzw. Dan Banten. Danny Banten, okay, ja. Alles klar, weiter. Ja, da sind wir ja gut, da kannst du dann eine Überleitung machen. Ach, trotzdem. Ja, genau. Was heißt Überleitung? Ich meine, Elite sagt mir natürlich auch was. Die nächste Dame, die ich gerne ansprechen möchte, die steht nicht bei euch in Hamburg auf der Herbertstraße, weil die steht nämlich gerade bei mir im Skript und das ist die junge Dame namens Elvira. Gott, oh Gott. Elvira, habe ich nicht, ich kann mich erinnern an die Werbeanzeigen in den Zeitschriften. Die waren, hatten nicht viel mit dem Spiel zu tun. St. Pauli-Nachrichten? Ja, sah so aus. So sah die Werbung aus und mich hat's nicht tangiert. Ja, bei Elvira erinnere ich mich an ein Jump'n'Run und an die Rollenspielgeschichte. Und ich glaube, wir sprechen hier eher über das Rollenspiel. Habe ich aber, wie gesagt, gar nicht so wahrgenommen, weil mich hat das nicht gepackt. Also Elvira hat mich nicht zu sich geholt. Also es ist halt das Rollenspiel, würde ich sagen, Acculate, extrem blutig, tolle Grafik. Aber ganz schön morbide Leichen überall, tote Tiere, irgendwie ein Werwolf, der da rumliegt. Und eigentlich ist es ein grafisch super Spiel, aber es ist spielerisch ein bisschen dürftig. Aber trotzdem gab es echt viele Fans, weil das halt diese Zwischensequenzen oder diese Zwischengrafiken in super guter Auflösung mit richtig viel Farben gab. Warum hat in Frankreich eins der meistverkauftesten Spiele Probleme mit Hackern? Und zwar geht es um Flashback. Das habe ich hier auf der Agenda stehen. Ich habe das nicht reingeschrieben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es eine blaue Verpackung war. Robin, was hat das mit Hackern zu tun? Nee, also ich kann mich genau an die Zeit erinnern mit Flashback. Das ist der Nachfolger von Another World. Eine französische Firma. Delphine, oder? Delphine, genau. Delphine. Und die haben
Tierprobleme mit Hackern gehabt, weil das Spiel, glaube ich, ein halbes Jahr, bevor das eigentlich verkauft werden sollte, gab es das schon als Raubkopie. Und dann mussten sie krampfhaft das Spiel schneller rausbringen, haben zwar keine Fehler drin gehabt, aber die waren tierisch sauer und das Spiel hat sich schlecht verkauft, weil in der Szene das Spiel schon überall Wege ging. Das war ein halbes Jahr? Ja, das Spiel war noch nicht fertig, sollte zum Weihnachtsgeschäft erscheinen und das hatten die irgendwie im April oder März, gab es das schon als Raubkopie. Okay, wir treten eine Schweigeminute an. Jetzt müsste eigentlich... Genau, bitte weiter. Jetzt müsste eigentlich ein Trommelwirbel eingespielt werden, weil ich behaupte einfach mal, das bekannteste Spiel aus der Amiga-Zeit kommt jetzt. Und deswegen, weil es das bekannteste Spiel aus der Amiga-Zeit ist, haben wir diese junge Dame gebucht, die für uns auch die Intros spricht. Wir sprechen über Gianna oder Gianna's Sisters. Muss ich dir widersprechen. Das ist das bekannteste Spiel der C64-Szene. Soweit würde ich mitgehen. Auf dem Amiga war es irgendwie anders. Es war zwar auch eine tolle Musik und ein gutes Spiel, aber es lief nicht so, klingt jetzt blöd, fluffig wie auf dem C64. Irgendwie gefiel es mir dann nicht. Heutzutage ist es sehr gesucht, das hatte ich ja vorhin gesagt, das war diese Geschichte mit der einzelnen Diskette, die teuer bei eBay verkauft wird, hat mir und auch vielen anderen, soweit ich weiß, auf dem Amiga nicht so gut gefallen, weil da irgendwie der Charme verloren ging. Die Grafik war mir zu kantig, aber der Spaß war natürlich da, weil das Konzept ist natürlich brillant und der Name ist natürlich wirklich eines der bekanntesten, das stimmt. Robin? Ja. Ich das ist nicht meine Zeit und ich glaube auch auf Amiga, ich habe einen Kumpels immer gespielt, aber ich glaube echt, das ist ein C64-Ding gewesen. Wahrscheinlich der beste Klon eines bestehenden Programms, das es jemals gab, sogar noch besser gemacht hat. Also ich habe immer geglaubt, es war das Original zuerst, weil wie gesagt, Mario kannte ich damals nicht und als ich dann erfahren habe, dass es ja eigentlich nur ein Klon war, war ich natürlich völlig geschockt. Und dann spielte ich das Original und ich bleib bei Gianna, zumindest bei den Urformen. Ja. Ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, passt eigentlich nicht so gut. Ich finde es jetzt nicht so Amiga-wegweisend, aber als Titel natürlich darf es nicht unerwähnt sein. Eigentlich fehlen mir jetzt die Geister, aber es gibt auch ein Spiel ohne Geister. Es gibt die Goblins. Was war denn da los? Es gab zumindest viele Versionen mit verschiedenen Is. Robin, erzähl doch mal was ganz kurz zu den Goblins. Auch ein französisches Spiel. Cocktail Vision. Eine kleine, am Anfang sehr kleine Firma, die haben am Anfang 64er-Spiele auch hergestellt, ein verrücktes, ich glaube heutzutage wird man das verkaufen als kluges Wimmelbildspiel. Also im Prinzip ein Adventure, wo man bestimmte Sachen suchen musste, die verbinden musste mit anderen Reden und das Ganze heißt Goblins, weil man kleine Goblins steuert, die dann umherlaufen und reden mit anderen. Also grafisch sehr extrem bunt und mit einem total perversen Kopierschutz, das weiß ich noch. Das ist und ich weiß noch, ich glaube, der erste Teil, was ich eben mit den Is sagte, das vergesse ich auch nicht. Ich glaube, der erste Teil hieß Goblins, der zweite Gobliins und der dritte Gobliins. Irgendwie so war das doch, oder? Ja, genau. Aber wie gesagt, einfach mal gucken, klassischer, das ist meiner persönlichen Meinung, das ist ein echtes europäisches Kleinod, was von Cocktail Vision kam. Die haben Mopiti Island, glaube ich, auf dem Amiga und C64 gemacht. Am Anfang noch so ein bisschen mit Pseudo, also ein bisschen Erotik. Und das ist das Erste, was halt sich so für den Massenmarkt wirklich eignete. Aber wenn du einen Laden hattest, dann kannst du doch nicht von Kopierschutz sprechen. Weil Kopierschutz, da kann dir nur einer helfen, der liebe Gott. Und es gab ein tolles Spiel, das hieß Gods. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin gerade geschockt, Hatti. Du kannst um 0.26 Uhr noch Überleitungen machen, die passen fast in die Bildzeitung. Ja, toll. Das ist gut. Ja, Gods. Mein Gott. Was fällt noch kurz zu Gods ein, außer dass es, glaube ich, von Renegade auch war? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, kann ich viel zu sagen, außer dass das grafisch hervorragend war. Ja, das war so dieser klassischen, es ist eigentlich ein Plattformspiel, dass ich steuere eine Figur, die kann auf verschiedenen Ebenen hoch und runter und rechts und links. Es gibt aber verschiedene Räume und das Ganze ist in so einer Marmoroptik. Also die ganze Figur läuft in einer, sieht aus wie so poliertes Marmor. Und die Steine sahen so plastisch aus für die damalige Zeit, dass ich davor stand und auf diesen Bildschirm geglotzt habe. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen mythisch. Deswegen dieses Gods mit Göttern, griechische Mythologie, glaube ich.
Jetzt haben wir eine Aufgabe für Hatti. Wie leitest du zum nächsten Spiel von Gods über? Das möchte ich jetzt wissen. Das möchtest du wissen? Also ich habe den Titel zumindest gelesen. Ich hätte jetzt ich kenne das Spiel nicht. Steffi Graf? Ja, genau. Hat das was? Ja. Also ich lese was von Kortz. Kortz 2 gab es auch an 1, aber scheinbar geht es jetzt ums Tennisspielen. Das ist richtig. Great Kortz. Das einzige Tennisspiel, was ich in der damaligen Zeit richtig genial fand, und zwar die Amiga-Version Great Kortz 2. Braucht man nicht viel drüber sagen. War ein richtig perfektes, kurzweiliges Sportspiel. Also ich habe das lange gespielt. In der Steffi Graf-Ära. Deswegen ist dieses Tennisspiel natürlich auch wichtig gewesen für den deutschen Markt. Das ist nämlich Blue Byte. Aha, okay. Blue Byte Ubisoft, glaube ich. Aber Ja, Ubisoft Vertrieb, aber Blue Byte hat es, glaube ich, geschrieben. Das kann sein, ja. Nee, kann man auf jeden Fall auch heute noch spielen. Das habe ich hier auch stehen. Habe mir auch letztes Mal wieder angeguckt. Ist auf jeden Fall noch spielbar. Also, was ich immer total lustig finde, bei den Tennisspielerinnen immer so, Achtung, FSK 18, die stöhnen immer so. Aber im nächsten Spiel würde ich einfach nicht stöhnen, würde ich einfach sagen, ja, IK Plus. Wenn du triffst, stöhnen sie dort auch. Das bessere Karateka. Nein, also eins, ich habe es mit auf die Insel genommen. Ich glaube, das sagt alles aus. Bestes Zwei-Spieler-Kampfspiel aus der Retro-Zeit für mich. Von System 3. Archer MacLean hat es programmiert und auf dem Amiga ist es eine gute Version. C64 fand ich einen Tick besser, aber beide Spiele brillant. Und das ist schnell. Es bewegt sich. Nein, also wirklich top kann man das heute noch. Das muss ich sagen. Die Bewegungsabläufe sind definitiv schneller. Also aber, müssen wir unbedingt mal wieder mit mehreren Leuten spielen. Ist bis heute spielbar. Ja, aber wenn du in eine Wüste gehst, ne, dann sind die Bewegungs... Also, wenn sich jetzt irgendeiner fragt, warum meine beiden Gegenüber, die ich nicht sehe, fragen, warum ich so geile Überleitungen mache, die fragen sich ernsthaft, wie kann ich solche Übergänge machen, aber ich lese ja schon ein bisschen im Vorfeld, also wer also International Karate Plus spielt, also von IK Plus sprach mir gerade, der ist irgendwann total kaputt, der ist total durstig und wenn ich in die Wüste gehe, bin ich auch total durstig. Und da kann ich einfach nur sagen, it came from the desert, Robin. Ich habe mir gerade die Ohren abgeschnitten, tut mir leid. Ich höre nichts mehr. Ich habe mir die Ohren abgeschnitten. Ich kann so nicht arbeiten, nein. Ich kann so nicht arbeiten. Nein, it came from the desert, Cinemaware, in der besten Phase, eigentlich ein Action-Adventure. Wer damals... Nicht Formicula? Wer ist denn das mit den Ameisen? Doch, Formicula ist das, ne? Mit der Riesenameise 50er Jahre, Formicula. Adventure-Spiel. Ich bin ein Forscher, komme irgendwo in Nevada, in eine Wüstenstadt und da laufen Riesenameisen rum. Und ich muss mich retten. Und wer immer weiß, dieses Spiel immer auf die Fühler zählen. Alles andere ist Quatsch. Die nächste Überleitung ist leicht. Nein, die ist nicht leicht, aber ganz kurz, Ameisen. Ich gebe dir meine Denkaufgabe zum nächsten Mal. Das hat mir einer gesagt. Nein, ich gebe dir meine Denkaufgabe, Robin, zum nächsten Mal. Ameisen haben Ameisenohren. Fühler. Nein, aber in der Wüste spielen natürlich auch viele Szenarien von unserem besten Freund Indiana Jones Temple of Doom. Patrick. Wir haben mehrere Folgen hier vermerkt. Ich glaube, Temple of Doom, war das der dritte oder war das davor das noch? Das ist der zweite. Der zweite Action, oder? Nee, das ist ein reines Actionspiel, deswegen habe ich das nicht alle furchtbar. Das ist total beschissen. Ich gehe eigentlich nur auf den dritten oder beziehungsweise vierten ein. Das war Fate of Atlantis. Fand ich schon auf dem PC brillant. Auf dem Amiga, wenn man eine Festplatte hatte, genauso gut. Tolle Geschichte. War ja im Prinzip der fehlende Indiana Jones Film als Spiel. Ganz, ganz toll. Man konnte mit verschiedenen Personen spielen, als weibliche Rolle zwischendurch oder als Indiana Jones. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Adventure mochte ich damals auch sehr gerne und Indiana Jones gehörte definitiv zu den Top-Adventure. Ist halt LucasArts klassisches Interface, tolle Musik, unheimlich lustigen Humor. Den dritten Teil konnte ich eine Zeit lang, so vor 2-3 Jahren, wenn es mich gefragt hätte, glaube ich, auch noch auswendig. Auch diese unsägliche Szene, wo du in Venedig durch das unterirdische Labyrinth laufen musstest, wusste ich irgendwann noch mal immer noch genau die Wege.
Ja, eine Parodie eines Fisches, James Bond gibt es ja auch noch, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Leute, habt ihr einen Schreibfehler, aber James Bond ist tatsächlich ein Fisch und ist von Electronic Artists 1990 veröffentlicht worden und habt ihr scheinbar gespielt, aber ich kannte es nicht, aber ich habe mich erkundigt, weil ich dachte, die haben einen Schreibfehler, aber es gibt gerade einen. Nein, das ist schon richtig. Ich würde zum Einstieg James Bond 2 empfehlen, die Fortsetzung. Codename Robocott von 1991, ein ganz toller Arcade-Plattformer, auch sehr bunt, sehr niedlich und viele schöne Ideen drin. Das war diese Spielart, wo der Amiga wirklich auch seine Qualitäten ausspielen konnte. Robin, hast du das gespielt? Ja, ich hab's gespielt. Ich fand's immer sehr farbarm, aber bitte? Farbarm, weil es der Hintergrund ein bisschen hellblau, so ein bisschen Wischiwaschi, Windelfarbe, aber ist es auf dem Amiga irrsinnig schnell. Also Vergleich einfach mal Sonic auf dem Mega Drive. Robocott konnte fast so ähnlich schnell sein. Und diese total krasse Geschichte mit diesem blöden Fisch, der einen auf James Bond macht. Lustig. Ja, definitiv. Also, wenn ich Patrick 10.000 Körner gebe und ich gebe Robin schönes Wetter. Und ich sage euch, schönes Wetter und ihr habt Körner. Könnt ihr damit was anfangen? Die Ernte wird super! Ganz genau. Und dann sind wir beim nächsten tollen Spiel. Und das war eins meiner Lieblingsspiele auf dem C64 und auf dem Amiga. Und ich weiß, auf dem C64 konnte ich sogar noch ein bisschen abändern und ein bisschen rumcheaten, weil es so ein bisschen basic programmiert war. Kaiser. Habt ihr es gespielt? Ich habe es gespielt, allerdings nicht so oft wie andere Leute. Ich fand's nett, ich fand's mit mehreren Leuten sehr, sehr schön. Ist bis heute auch noch gut spielbar, trotz fehlender Grafik, aber ich habe das jetzt nicht jeden Nachmittag geladen. Und auf dem Amiga habe ich es, glaube ich, gar nicht gespielt. Patrick, kannst du dich erinnern im Laden, die Verpackung für die Amiga-Version? Rote Verpackung, passt in kein Regal, mit goldenem Rand, 20 cm zu hoch. Nee, so ein Riesending war das doch, oder nicht? Ja, da war das Brettspiel mit dabei. Ja, du hast es da, ne? Ich hab's hier, ja. Wie heißt die noch? CDR? Nee, wie heißen die Schweizer Firma? Ich hole das da jetzt nicht aus dem Regal raus, dann bricht mir hier alles zusammen. Das passt nämlich auch bei mir nirgendwo hin. Das sieht aus wie so eine dreifach zu große Bibel, so ein riesen Plastikkarton. Wie eine Chagall-Bibel, ja, egal. Hattie, du hast Kaiser gespielt. Jetzt, wenn wir ich habe Kaiser gespielt, aber auch nur, ich weiß nicht, ist es Kategorie Strategie? Ja, ist es Strategie, ja, ne? Wirtschaftssimulation. Wirtschaftssimulation mag ich überhaupt nicht, aber Kaiser hat mich irgendwie total geflasht oder so. Wir kommen noch zu einer Wirtschaftssimulation, die habe ich viel öfter gespielt. Die hat ein bisschen was mit Öl zu tun. Aber mal ganz ehrlich, wenn das Spiel so groß war und ein Brettspiel dabei war, ne, warum habt ihr euch nicht einfach einen Fußball genommen und habt da einfach ins Regal geschossen und habt dann so ein bisschen Kickoff gespielt? Aber Kickoff gab es ja auch als... Jetzt komm, die Überleitungen sind geil. Ich werde irgendwann mal die Überleitung getrennt aufnehmen. Nein, Kickoff mache ich nur kurz, ich habe Sensible Soccer gespielt. Robin. Ich habe Sensible Soccer gespielt. Hattie. Tschüss. Ich habe irgendein Tennisspiel gespielt früher, aber ich glaube, das war um 64er. Aber Fußball habe ich nie gespielt. Also Kickoff, ihr habt reingespielt, ihr wart der Meinung, Kickoff gehört dazu oder so, aber ihr benehmt euch gerade irgendwie wie die Lemminge. Oh, Alter. Ja, Lemminge für den Amiga, ne? Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich verstanden habe, warum die Leute den C64 abgegeben haben, weil auf dem Amiga war das einfach, es war diese Pixel waren nicht mehr, du konntest erkennen, dass die grüne Haare haben, die sich immer zur Seite bewegt haben. Die hatten einen animierten Vorspann sogar und man konnte endlich ein Spiel mit der Maus richtig gut spielen. Das war das richtig. Mausspiel überhaupt. Bis heute die Amiga-Version besser als die PC-Version. Eine der geilsten Ideen, die es damals gab und die Urversion ist für mich immer noch die beste. Das gute alte Lemmings ist ein Meilenstein der Computergeschichte. Das hat für mich auf dem Amiga zum Beispiel viel mehr Nachhaltigkeit als jetzt Gianna Sisters auf dem Amiga als Beispiel. War der Hammer. Das hat mich also Stunden gekostet. Lemminge heißt heute Sims, ne, oder? Also das ist doch ein kleiner Unterschied, würde ich Nein, sagen. Nein, das ist heutzutage, wie heißt dieses, das ist ja auch ein Casual-Spiel eigentlich, ne? Das ist dieses, was heute 60-jährige, fast Rentnerinnen, die arbeitslos in Ostdeutschland wohnen, spielen und sagen, oh toll, jetzt ich habe was geschafft. Jetzt haben wir drei Hörer weniger, das war unfair, Wahnsinn.
Sag mal, Robin, ja. was fährst du für ein Auto? Kein Audi. Kein Audi? Nein. Patrick, was fährst du für ein Auto? Immer noch den Mini Cooper. Ich fahre ein Smart. Keiner von euch fährt einen Lotus? Oh, Mann, aber nur ein Turbo, ne? Ja, weil da gibt's eine Challenge zu. Lotus Turbo Challenges. Ja, aber drei Teile, ne? Da gibt drei Teile. Lotus Turbo Challenge. Ja, und um euch schon mal auf die spätere Zeit dieses Podcasts vorzubereiten, der Programmierer heißt Sean Sauthan und wir haben sehr lange im Keller gespielt. Und das war schön da. Sean wer? Der hat mal ein Spiel gemacht, das kennt so gut wie keiner, müsst ihr auch nicht kennen, POD oder POD oder so, ist völlig egal. Das ist ein Psychospiel, ne? Für kranke Leute. Nein, da sind wir. Lotus, tolle Spielserie. Ich glaube, das haben wir lange gespielt damals. Vor allem zwei Spielermodus mit gesplitteten Bildschirm. Ja, ja. Und vor allem gute Soundeffekte. Also richtig, du hast das Motorengeräusch richtig gehört und dieses Auto ist natürlich auch quadratisch praktisch gut und naja. Also es war ein Autorennspiel oder was? Ja, genau. Also beim nächsten Spiel kann ich nicht zu sagen. Ich weiß zumindest, es gab es auch auf dem Atari ST. Wie spricht man es aus? Menanze? Menace. Das wollen wir nur kurz als Beispiel nennen. Es gab Links-Rechts-Shooter auf dem Amiga, Spielhallen-Umsetzung. Das ist aber Psychnosis, ne? Also muss ich mal schauen. Das weiß ich nicht auswendig. Wie heißt der denn auch Shadow of the Beast? Ja, Psychnosis müsste Menace sein. Oder? Doch. Ich meine, dass ich das mal... Cyclaps. Okay, dann irre ich mich gerade. Oder war das eine Unterfirma? Das kann aber eine Unterfirma... DMA Design ist der... ja, das ist Psychnosis. Das ist eine Unterfirma von Psychnosis. Cyclaps. Ja, hast du recht. War ein schöner Shooter, müssen wir aber jetzt für den Amiga nicht großartig drüber reden. Weiter! Warum steht denn das da drin? Das ist ja total so ähnlich wie Micro Machines. Was ist das denn schon wieder? Micro Machines ist der geilste. Da haben wir auch mal so eine Suchtphase gehabt im Laden. Ich glaube, beim zweiten Teil war das ganz extrem. Das war nämlich auch auf dem PC gut. Das war das erste Mehrspielerspiel, wo ich mich an erinnere, am PC mit zwei Personen an der Tastatur. Und auf der PlayStation haben wir das, glaube ich, Erbrechen gespielt. Den dritten Teil haben wir aber auf der PlayStation wie verrückt gespielt. Micro Machines waren von Hasbro in den 90er Jahren kleine Autos, Panzer, Flugzeuge, U-Boote, die konnte man kaufen. Das ist so Minispielzeug. Und dann gab es Flugzeugträger, die waren so 20 Zentimeter groß. Und dann konntest du alles kleine Flugzeuge da reinpacken. Und das war immer so ein bisschen pseudomäßig wie wirkliche realistische Flugzeuge oder Autos, kleine Modelle. Und dafür gab es ein Spiel, wo du kleine Parcours fahren konntest, als ob du diese Mini-Flugzeuge wirklich fliegen könntest. Was weiß ich, in der Wohnung, im Arbeitszimmer... Genau, im Waschbecken fährst du mit Autos oder Motorboot in der Badewanne und das konnte man halt parallel an einem Bildschirm mit Splitscreen und wenn der andere sich näherte, war das dann in einem großen Bildschirm. Und das Tolle war, das war für mehrere Spieler halt auch spielbar. Das war das am Amiga sowieso. Man hat ja mit zwei oder drei Leuten vor einem Bildschirm gesessen und konnte wunderbar nette, kurzweilige Spiele spielen, was man heute kaum mehr kann. Richtig. Also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass Brad Pitt ein Kind der 80er war. Seid ihr da einer Meinung? Ich möchte nicht wissen, was jetzt kommt. Doch, weil, ne, 12 Monkeys also, war schon ein Film, ne? Also Brad Pitt hat Fluch der Karibik mitgespielt. Ich stelle mir jetzt gerade vor, Patrick ist jetzt ein kleiner Affe. Und Robin. Ich höre nicht mehr, die Ohren sind abgeschnitten. Ich bin nicht mehr dabei, ich habe mich gerade abgeschaltet. Und Robin ist sein Freund. Und beide möchten irgendwie auf eine kleine Insel fahren und stoßen dann auf einen Typen, der so aussieht wie Brad Pitt, wie Fluch der Karibik. Und ich würde dem Ganzen vielleicht einen Namen geben, also Fluch der Karibik ist ja langweilig, aber ich finde so Monkey Island, das ist ziemlich cool, ne? Gab's da nicht auch ein Spiel? Nein. Ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen. Außer, wie hieß denn der Hauptcharakter? Kriegst du den Namen zusammen? Nee, den konnte ich noch nie aussprechen, diesen Typen. Guybrush Threepwood. Und weißt du, woher der Name kommt, Robin? Ist dir das noch klar? Erzähl mal die Geschichte. Also die Programmierer von LucasArts haben überlegt, wie sie die Figur aussehen lassen. So, und dann hat der Programmierer irgendwann rumgefummelt,
und hat die Datei abgespeichert. Und ich glaube, der hat das, glaube ich, mit dem Amiga Glücksband geschrieben. Genau, und die Endung hieß Punkt Brush. Richtig. Dann hat er gesagt, ich speichere die Figur ab und dann, wie nenne ich den? Ach, das ist der Guy. Und dann hat das Programmierteam irgendwann gesagt, geil, wir nennen den Typen Guybrush. Und Treeput war, glaube ich, irgendwas, Süßigkeiten, was sie gegessen haben, irgendwas Verrücktes, ne? Das war irgendwie... Weiß ich auch nicht mehr. Ich wusste auch die Geschichte mit dem Guy.Brush. Das fand ich total niedlich, dass so also Namen entstehen. Da müssen wir nicht gar nicht viel zu sagen. Also alle Spiele von Lucasfilm in der Zeit, egal für welches System, waren wegweisend. Und ich glaube, jeder, der sich auch nur ein bisschen für Retro interessiert oder aus der Zeit noch Erinnerung hat, kennt diese ganzen Spiele. Also stundenlanges Rätseln mit abstrusesten Lösungen und Hinweisen, also toll. Ich glaube, der zweite Teil ist das beste Adventure, was jemals programmiert worden ist. Da kann man sich nicht drüber streiten, aber es ist grafisch für die damalige Zeit wunderschön gezeichnet. Da saßen Künstler am Werk und haben tollste Grafiken gemalt. Diese Figur sieht einfach super süß aus. Es sind abstruser Humor nach Monty Python Art, wo du dann plötzlich die Hintline im Dschungel anklingeln kannst und dann siehst du, öffnet sich dieses Fenster und da sagt sie, hallo Helpline, ja, kann ich helfen? Ja, ich komme nicht weiter. Das ist doch echter, guter, richtiger, klassischer Humor. Absolut. Ja, wie gesagt, kennen ja eigentlich alle. Die nächsten im Schnelldurchlauf, hat die eine Überleitung? Überleitung. Ich habe mal Google angeschmissen, weil ich wusste keine Überleitung dafür. Ich müsste jetzt euch den Namen Die Blauen Boys in den Raum werfen. Könnt ihr damit was anfangen? Nein. Blauen Boys? Ja, so Südstaaten, Nordstaaten, ne? Richtig. Die Blauen Boys ist basierend ein Computerspiel von Infogrames aus Belgien. Und zwar geht's um ein Spiel, das sich da nennt North and South. Ich habe es nie gespielt, ich weiß aber, es haben viele gespielt und ich glaube, Robin hat's gespielt. Robin, ne? Ist schön, Robin macht das gerne. Robin hat's gespielt, oder? Da mockt er das. Ich kann mich nur an die kleine Verpackung erinnern, das Spiel habe ich nicht gespielt. Habe ich auf dem Atari ST mit einem Kumpel gespielt, der hat das geliebt, rauf und runter, weil er dieses Nord-Süd-Amerika-Bürgerkrieg ganz toll fand. Eigentlich ist das ähnlich wie Cinemaware, also es ist ein Spiel aus unterschiedlichen Bestandteilen, ein kleinen Strategieteil, bisschen Wirtschaftssimulation und eigentlich ein Jump'n'Run. Du läufst über diesen Zug und musst immer aufpassen, auch mal schießen und ich glaube für Infogrames war das ein großer Erfolg, weil gab es auch, wie gesagt, auf unterschiedlichsten Systemen, das muss die groß gemacht haben. Ja, Patrick hat es nicht gespielt. Das nächste Spiel habe ich selber auch mal gespielt und es hatte so eine Art Suchtfaktor. Ich packe es auch mal in die Kategorie, ich denke mal, aber nicht richtig, Wirtschaftssimulation. Ich weiß nicht, wer hat es alles gespielt? Oil Imperium. Und das war so geil. Das Telefon hat geklingelt und dann hieß es immer, dein Ölfeld brennt und oder Quelle versiegt und du musst da irgendwelche Öldinger bauen. Das war der Hammer. Ja, Ölimperium, ich glaube, selten habe ich so bescheuert vorm Computer gesessen, wenn dieser scheiß du da mal versucht musstest, den Mittelpunkt zu treffen und man krampfhaft da saß und den Competition Pro ins Übelste vergewaltigt hat, nur um dieses scheiß Gestänge richtig runterzubekommen. Und sonst war das Spiel, wenn ich das heute spiele, eigentlich ziemlich langweilig. Das ist im Browserspiel wahrscheinlich total toll, aber damals war das Zucker. Wenn ich jetzt Hattie wäre, würde ich sagen, das ist zum Rausrennen. Hast du eine bessere Überleitung? Rausrennen. Der Humor hat sich ausgelaufen. Beim Rausrennen, also ich meine, immer wenn ich dieses Titelbild vor meiner Nase habe, da sitzt immer so eine Pamela Anderson für Arme in diesem bekloppten, ich glaube, es ist ein Ferrari oder so. Aber es war für mich neben Test Drive, da kommen wir später noch zu, eins der beliebtesten Autorennspiele. Es ist der Urvater aller Autorennspiele. Echt? Ja. Nee. Dieses Atari 2600 hat Pole Position. Ja, aber ich meine jetzt, was Auswirkungen hatte auf die gesamte Spielhallengeschichte, auf die gesamte Konsolengeschichte, das war das erste richtige, vernünftige 3D-Autorennspiel zum Rausrennen, das Outrun. Auf dem Amiga habe ich es nicht viel gespielt. Ich kenne die Spielhallenfassung, die finde ich gut, aber die ist auch nicht einfach.
Nettes Spiel. Die Musik erinnere ich mich immer wieder dran. Man konnte, glaube ich, man konnte zwischen 4 oder 5 Musikstücken auswählen. Und 1 oder 2 davon waren so eingängig, dass man auch sofort wusste, um welches Spiel es geht. Habt ihr das auf dem Amiga gespielt, zufällig? Ich habe es nur auf dem Amiga gespielt. Ui, okay. Ja, weil es von der Grafik her war es okay und es war von der Steuerung war es für mich sehr schön. Ich hatte ja damals Speedlink, Competition Pro hieß das Ding, glaube ich, ne? Ja, genau. Das kann ich gerade mal kurz einwerfen. Also die alten Competition Pro damals waren wesentlich besser. Also diese nachgebauten Bauten, die kannst du in eine Tonne kloppen. Ich habe mal eingekauft, ja. Ist Müll. Das ist Müll. Leider. Absoluter Müll. Du kannst dich, ja? Bei Outrun kann ich mich nur daran erinnern, dass ich das mal in der Spielhalle auf dem Kiez gespielt habe. Da musste ich 17 gewesen sein, trotzdem war ich schon da. Und ich fand diesen Automaten einfach ein riesiger, lauter Automat. Und das hat echt Laune gemacht. Aber ich fand damals 1 oder 2 Mark einfach scheiß viel Geld und habe es deswegen nur einmal gespielt, glaube ich. Hättest du dein Geld in einen Flipper gesteckt, dann würdest du auch Flipper spielen und könntest auch. Also, wenn jetzt die Hörer lachen, ich meine, ich lese hier, ich habe hier ein Skript vor mir, ich weiß, was ich mache. Hallo, das sind die Künstler-Gänge. Was, hör mal auf. Es ist so schlimm. Ich wollte doch den Leuten nur einen Übergang geben. Wir reden kurz über Pinball Dreams und Co. Tschüss, weiter geht's. Nein, sprecht mal. Habt ihr gespielt? Habt ihr geflippert? Bis zum Abwinken. Ja, und irgendwann fängt man an, anstatt der Leertaste beim Amiga, um den Automaten zu schütteln, fängt man an, den Amiga zu schütteln, damit diese Scheißkugel doch bitte nicht reinfällt. Ja, sage ich mal so, das war... Du hast Amiga geschüttelt? Ja, wir haben Amigas getötet beim Flipperspielen. Wir haben Turniere auch dort mitgespielt. Wir haben, ich glaube, irgendwo habe ich noch eine Datei mit den fiesesten Beleidigungen und Sprüchen, die bei Flipperturnieren gesagt wurden. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir Pinball Dreams, Pinball Illusions, Pinball, ich weiß nicht, was alles gespielt haben. Von mir nur kurzer Kommentar, bis heute für mich die spielbarsten und schönsten Flipper auf dem Markt. Da schmeiße ich jeden 3D-Flipper für weg. Ich mag die bis heute. Und das sanfteste Scrolling, was ich kenne, glaube ich. Wenn man da gesessen hat als PC-User und sah, dass da Pixel gefühlt jedes halbe Pixel ganz langsam runtergeschoben wurde und es alles super schnell war, das war schon ein Meilenstein. Ja. Ich muss ja allerdings sagen, also ich habe ja auch geflippert, aber eins der schönsten Spiele für mich auf dem Amiga war ein Spiel von einer Kategorie, die ich gerne gewesen wäre. Wir mussten draußen immer Cowboy und Indianer spielen, weil wir hatten kein Schiff, aber ich wäre gerne ein Pirat gewesen. Oh nein, wozu habe ich das verdient? Ich will doch über Spiele reden. Der Pirat. Hey, hallo. Ja, ich fang schon weiter über Pirates. Ja, Sid Meier, ach, da kann ich wieder über Sid Meier reden. Wir reden hier nicht über Civilization, wir reden über Pirates. Ja, wer die Karte nicht hat, hat sonst wohin geguckt, nur nicht ins richtige Loch, ne? Ja, das war also grauenhaft. Dass du diese Scheiße, wo ist, ich verstehe das nicht, wo ist Kingston? Ich verstehe nicht, Kingston, wo ist Kingston? Muss doch hier sein. Nein, welche Insel ist denn das? Wie sieht denn die aus? Nein, auf der Karte sieht sie ganz anders aus. Nee, wo bin ich hier? Das kann ja gar nicht sein. Ich weiß noch ganz genau, wie ich da gesessen habe und diese bescheuerten Städte gesucht habe, weil ich irgendeinen Pirat umbringen musste, der in irgendeinem, naja gut. War da am Anfang der Schwertkampf oder verwechsel ich da gerade was? Nee, der Schwertkampf ist immer dann, wenn du zu lang gefahren bist und deine Mannschaft revoltierte. Da war doch was, ja. Hab ich nie lange gespielt, waren mehr als 4 Tasten. Nein, absoluter Klassiker. Ich hab's mir gerne angeguckt, wenn es andere gespielt haben. Ich selbst kam nicht so richtig klar damit. Aber das ist natürlich ein Titel, der extreme Nachwirkungen hatte, muss man ganz klar sagen. Also beruflich seid ihr beide ja irgendwie gleichgestellt. Ihr macht ja beide das Gleiche. Das nächste Spiel, da habe ich im ersten Moment gedacht, das ist doch eine Schauspielerin. Ach so, oh Gott, oh Gott. Das hat gedauert. Oh mein Gott. Ja. Gut. Und die hat auch ein Spiel gehabt? Erzählt mal. Also, Populus. Da gibt's doch eine Schauspielerin, ne? Siropoulos, Populus? Ja, sagt er. Und die hat ein Spiel gehabt? Ja, und 2 Teile. Hat die was auch immer du da gerade nimmst. Lass ein bisschen was für uns über, weil sonst können wir dir irgendwann nicht mehr folgen. Ich glaube, der atmet Äther ein oder so. Das müssen wir mal. Irgendwas kommt da aus dem Rechner raus, was nicht. Populus 1 und 2, glaube ich, war gerade die dezente Überleitung. Auch Spiele, die ich angespielt habe, aber jetzt nicht viel Zeit verbracht habe und die für viele
die Welt bedeutet haben. Die Welt? Nein, aber ich die Überleitung. Peter Molyneux ist der Programmierer, Lead-Programmer, ein Genie, ist leider oft veräppelt worden von den Firmen, für die er gearbeitet hat, versucht sich jetzt seit 12 Jahren eine Firma, die nennt sich, glaube ich, Lionhead Games, hat Black and White produziert. Ich glaube, bei Syndicate hat er auch, war er auch mitbeteiligt. Ein Genie, gehört bestimmt zu den 10 wichtigsten Programmierern der Erde. Populous fand ich immer viel zu schwierig und hat immer das Feld, wo man agieren konnte, war mir immer zu klein. Aber die Vorstellung, so eine ganze Nation da mit einem Klick, Naturkatastrophe, Ausbruch eines Vulkans, war schon irgendwie interessant. Aber es ist, ich glaube, auch zu schwierig zu bedienen. Ja. Ja, aber mal ganz ehrlich, das nächste Spiel möchte ich mal ganz kurz nur anreißen, weil da möchte ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Patrick, 1001 Nacht, stellen wir uns jetzt mal vor, und du bist jetzt mein Prinz. Eben war ich doch ein Affe, also der Typ ist ja echt. Ja. Aufstieg. Vom kleinen Affen zum Prinzen, mach weiter, Hatte. Du bist mein Prinz. Oh, ja. Und du hast einen Kumpel, der sitzt in einem Land, das ist Persien. Und wenn du das Ganze jetzt als Spiel zusammenbaust, dann habe ich kommst du da auf ein Spiel? Ja, ich glaube auf eine schnellere Version von Karateka, um mal wieder zum Thema. Oh, doppelt so schnell, toll, ich kann auch zielen. Hurra, wir sind mal auf Prince of Persia, erzählt mal. Super Animation, ganz tolle Optik, spielerisch hat es mich nicht umgehauen, auch wenn es ein absoluter Erfolg war damals, wurde ich nicht richtig mit warm, aber wie gesagt, schön gemacht war es definitiv. Ja, ich reiß das nur kurz an. Ich habe ja, wie ihr seht, sehr viel dazu geschrieben. Prince of Persia war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so dicht an den Computer bei mir rangegangen bin, um zu gucken, wie toll diese Figur sich bewegte, weil die alle Bewegungsrhythmen oder Bewegungsmuster digitalisiert waren. Also da hat jemand sich genau auf Video angeguckt, wie ein Mensch sich bewegt. Ich glaube, da sagt Hatti nachher noch was zu. Ja, ja, irgendwas ich nur ganz kurz erklärt. Achso, alles da. Ist dein Mikrofon wieder kaputt? Alles da. Ich greife nur ganz kurz ein und sage, ich fand den ersten Teil immer den Hintergrund zu schlecht, weil es einfach nur schwarz ist oder sehr, sehr schwach ist. Beim zweiten Teil haben die wirklich. Ich höre die. Das ist aber. Ich glaube, das schreit nach einem Regenbogen, ne? Somewhere. Ja, der Regenbogen, Somewhere Over the Rainbow. Ja, ich wollte euch nicht abbrechen, aber. Nein, du hast das so dezent gemacht im Hintergrund, als wenn die Sirene einfällt. Prince of Persia, das gehört nachher ganz klar mir. Aber Somewhere Over the Rainbow war ein Hit von, wie heißt die Tante von früher? Die habt ihr, glaube ich, beide nicht fotografiert. Judy Garland? Ich hoffe nicht. Nee. Weiß gar nicht. Marusha, hat einer von euch Marusha? Nein, Entschuldigung, aber das ist doch nicht das Original. Marusha, nein, aber die kennt man. Marusha, die griechische Göttin. Können wir zu Rainbow Islands kommen? Nachher meckert wieder einer von euch, dass wir zu lange senden. Har, har. Also ich muss mal ganz kurz sagen, also ich behaupte mal, dieser Podcast wird 4,5 Stunden. Ja, und? Behaupte ich einfach mal. Aber ich habe ja meine beiden Gegenüber überrascht damit, dass ich hier so super geile Überleitung mache und die freuen sich schon. Und, aber du musst jetzt nicht bei jeder singen, bitte. Nein, aber Somewhere Over the Rainbow. Ja, ich habe recht gehabt. Over the Rainbow ist Judy Garland. Ja, yeah, ich freue mich. Entschuldigung, ihr könnt weitermachen. Wieder. Nein. Kann man diesen Peak runterschrauben? Aber erzählt doch mal, Rainbow Islands. Das war ja schon das Geräusch, das kommt doch erst später. Nein, Rainbow Islands eigne ich mir mal kurz an, weil ich glaube, das habe ich länger gespielt als Robin. Das ist nämlich der Nachfolger von Bubble Bobble. Und da muss man mit Regenschirmen. Ach ja, genau. Mit Regenschirmen Plattform überschweben und dabei. Entschuldigung, das war Parasol Stars. Ich bin immer. Sorry, Rainbow Islands war mit den Regenbogen natürlich. Richtig, genau. Musste man Plattform übertreten und dann zu einem Ziel nach oben gelangen. Und beim Nachfolger waren es dann Regenschirme. Super Spiel, hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Auf dem Amiga eine tolle Grafik. War ein würdiger Nachfolger dieses Klassikers. Also wer kurzweilige Automatenspiele mag, Rainbow Islands ist heute noch super spielbar. Genau wie der nächste Titel, wo ich jetzt auf die Überleitung warte.
Sagt mir gar nichts. Ich dachte, Robin... ich wollte nur kurz sagen, das ist, glaube ich, Rainbow Islands ist so einer der ersten besseren Ocean-Titel. Ne? Die haben auch viel Scheiß produziert, aber zu der Zeit war das ein richtig... Nee, stimmt auch. Das, Ocean hat die ganzen verkorksten Filmumsetzungen gemacht. Genau, das war, schrecklich. Der, war irgendwie eine richtig gute Umsetzung. Rotland kann Patrick auch, glaube ich, nur was sagen. Ich sehe die Packung mit irgendeinem Hai auf dem Cover irgendwie Schiffbrett unterm Arm oder so. Ja, es steht hier neben mir in Blickhöhe mit einer Schrift in 6 verschiedenen Farben. Auch ein Plattformer. Bis heute eins der niedlichsten Spiele, die ich in der Form kenne. Es ist, man muss zwar auch wieder irgendwelche bösen Haie und sowas umbringen, aber ganz liebevoll gemacht, mit einer schönen Geschichte zwischendurch, mit Zwischensequenzen. Für Plattformfans absolut geeignet. Auch ein Spiel, was ich bis heute immer wieder raushole und dann auf dem Amiga auch spiele tatsächlich, weil ich glaube, das war auch nur auf dem Amiga in der Qualität zu spielen. Ganz, ganz tolles Spiel, lohnt sich bis heute. Also Roadland oder was? Ja, definitiv. Beim nächsten Spiel, da habe ich so ein Hach-Gefühl. Das war so eins der wenigen Spiele, was ich auf dem Amiga gerne gespielt habe, weil ich es vom 64er schon kannte. Aber das habe ich einfach gleich so mit rübergenommen und habe gesagt, so, wow, das ist so ein 0815-Ballerspiel, aber irgendwie ist es geil, oder? Habt ihr R-Type geliebt? Wir haben, glaube ich, im Laden noch die Automatenplatine rumliegen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und ich habe es geliebt, aber ich fand es immer richtig schwer. Und egal welche Folge bis hin zu den modernen Versionen, es ist einfach hammerhart. Und ich weiß noch, wie stolz ich war, als ich den 3. oder 4. Level geschafft habe, wo man, glaube ich, ein 10 oder 15 Screen breites Raumschiff umkreisen musste, was geschossen hat. Das war der Hammer, dieses Spiel. Und ich finde auch die Automatenumsetzung bis heute gut. Ich habe es durchgespielt. Ohne Cheat? Mhm. Das möchte ich dann, wenn du mal irgendwann auftauchst bei uns, gerne mal sehen, wie das jemand durchspielt. Ich habe es nie durchgespielt. Dann stell mir aber bitte einen Original Amiga und einen vernünftigen Joystick rein. Selbstverständlich. Auf dem C64 also, ging es noch, auf dem Amiga fand ich es noch schwerer teilweise. Also durchgespielt habe ich es definitiv nicht, das weiß ich. Ich habe es oft gespielt, aber ich hatte schon ab dem 2., 3. Level hart zu kämpfen. Aber was soll ich dir sagen? Du bist total sensibel, du bist eine absolute Sissy, du bist ein sensibler Socker. Gibt's da nicht auch sogar ein Spiel? Ja, mein Kickoff. Das habe ich statt Kickoff gespielt, wie ich vorhin sagte. Brauche ich nicht viel zu sagen, war das einzige Fußballspiel, was ich richtig genial fand. Gab, glaube ich, 1000 verschiedene Editionen. Jedes Jahr eine neue, klar. Ich fand's toll. Brauche ich nicht viel mehr zu sagen. Ich habe Fußball gehasst und Sensible Soccer geliebt. Das war so niedlich mit diesen 3-Pixel großen Fußballspielern, denen du trotz dieser minimalen Größe immer ansahst, was sie gerade dachten oder was sie gerade getan haben. Und du konntest im Prinzip Fußballspieler, wenn du, was weiß ich, der eine hatte irgendwie 1 Pixel mehr Haare, dann wusstest du, das ist Paul Breitner, um das mal blöd zu sagen, dann konntest du erraten, wer das ist. Aber es hat echt Laune gemacht, die Fouls sahen toll aus, das war alles nett, niedlich und schnell, das war so rasend schnell. Robin, du sitzt ja zu Hause jetzt gerade, hast du Licht an? Nein, ich sitze im Dunkeln und ich sehe dich, ich weiß, was du zurzeit gerade machst. Dreh dich mal um. Oh, da ist ein Schatten. Ich sehe einen Schatten von mir, also genau. Von einem Biest. Ganz genau. Schlimm. Da solltest du mal drüber nachdenken, weil Shadow of the Beast kenne ich auch und das war, ich fand ziemlich cool, aber Patrick, hast du Shadow of the Beast gespielt? Ja, als Grafikdemo. Wenn ich jemandem zeigen wollte, wie hübsch der Amiga ist, habe ich es gespielt. Ich fand es spielerisch unterirdisch, grafisch oberirdisch und musikalisch brillant. Die Musik war von David Whittaker, die habe ich mir damals auf Tonband aufgenommen und immer wieder angehört. Hä? Also ich kenne nur Roger Whittaker, aber... Nein, der war es nicht, es war der David Whittaker. Nein, also das Spiel selber fand ich, es war wirklich eine tolle Grafikdemo. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, und die mehreren Ebenen waren das Geniale an dem Spiel. Du hast das im Hintergrund... Parallax-Scrolling, zuckersanft, super weich. Da war nichts, was geruckelt hat. Ich fand die Figur wunderbar, hässlich, eklig. Sierra. Ach nee, ich habe gerade eine Motorsäge gehört. Woher kommt denn das?
Vielleicht vom Manhunt? Ah, nein, okay. Ich wollte, also, ich bin der King. ich habe hier irgendwie was stehen, das sagt mir gar nicht. Sierra Codename, Sierra, ist eine Firma, ne? Ja, wir haben einfach gesagt, wir wollen ja nicht 7 Stunden senden und sagen einfach mal, wir empfehlen auf dem Amiga fast alle Adventure von Sierra, das ist klar. Und nennen nur kurz die Serien. Kurzes Brainstorming. Irgendeine Serie von Sierra, Robin. Irgendeine Serie. Ich fange mal an mit der bekanntesten, ist glaube ich Larry. Ja, dann King's Quest. Richtig, dann Space Quest. Police Quest. 015 Quest. Manhunter. Stimmt, das gab's auch noch. Ja, und aber mal ganz ehrlich. Ja. Also, Robin kriegt jetzt einen neuen Namen von mir. Ja? Robin heißt ab sofort Jürgen. Jürgen? Okay, Jürgen. Das wird das Patrick. Ja, ja, ich bin gut. Ich war Patrick noch nicht fertig mit Sierra. Ich hoffe, du. Ah, dann mach mal weiter mit Sierra. Jürgen, merk dir mal Jürgen. Jürgen, merk dir mal Robin, ne? Genau. Ich war ein Affe, wurde zum Prinz und jetzt chatte ich mit Jürgen. Egal. Also, nein, Sierra. Zu Sierra, wichtigste Adventure-Firma, auch auf dem PC nachher. Ich selber habe einige Serien davon wirklich lange gespielt. Die Larry-Serie habe ich komplett durchgespielt. Kann ich eine kurze Anekdote schon mal zu sagen? Ich habe auch. Danke, reicht. Patrick ist schon eine kurze Anekdote. ja. Langsam wird das hier anstrengend. Nein, Patrick, es ist 1 Uhr. Komm, weiter. Es ist ja auch in Ordnung. Ihr müsst auch, wenn ihr den Podcast hört, liebe Hörer, spät anfangen zu hören. Mit Glück schlaft ihr rechtzeitig ein. Gar nicht. Nein. Am besten fangt ihr um 23 Uhr an. Nein. Nein, nur ganz kurz, ich habe auch unter anderem den Programmierer von Larry angeschrieben und vielleicht kriegen wir es irgendwann nochmal hin, mit dem sogar ein Gespräch zu führen. Das ist so eine kleine Anekdote am Rande, aber da arbeite ich noch dran. Nein, also Sierra darf man nicht unterschätzen, das hat wirklich einen riesen Einfluss gehabt und ich glaube, jeder, der damals Adventure geliebt hat, kam an Sierra nicht vorbei. Ganz kurz von mir nur, es ist im Prinzip, trennt sich bei Sierra nur irgendwann mal dieses klassische Getippe durch Point and Click, das ist das Einzige, was Sierra damals modernisiert hat an sich, sind die Spiele sich immer treu. Es ist ein Spiel auf einem Bildschirm. Man hat eine Figur, die über eine gezeichnete, wunderschön gemachte Oberfläche geht und nur bestimmte Bereiche gehen kann. Und früher musste man immer tippen. Bei den neueren konnte man dann halt klicken, weil die Leute irgendwann kein Deutsch mehr konnten, beziehungsweise kein Englisch mehr konnten. Jawohl! Patrick, du bist ab sofort Herbert. Robin ist Jürgen. Der Jürgen. Der Jürgen und der Patrick ist jetzt der Herbert. Könnt ihr was mit den beiden Vornamen verbinden? Ich nicht. Nö. Ich gebe euch jetzt mal den Gröler. Oh mein Gott. Jürgen Prochnow. Oh, ja, ich bin Herr Kaloi. Herr Kaloi. Ja. Und der Herbert Grönemeyer. Habt ihr mal in einem Film... Entschuldigung, ich bin gerade im U-Boot. Ach. Dann können wir ja gleich weiterspielen. Hatti, wo möchtest du hinfahren? Und womit möchtest du fahren? Silent Service. Oh. Geil. Erzählt mal. Silent Service, U-Boot, Simulation, ne? Ich bin raus. Ich hab's nur spielen lassen. Ich bin ja so ein Simulationsfreak. Ich habe natürlich mit dem zweiten Teil angefangen, weil ich es auf dem PC gespielt habe, 1990 oder 91 muss das gewesen sein. Und ich saß wirklich krampfhaft vor diesem Computermonitor und habe die Yamamoto vor mir gehabt. Das weiß ich nämlich noch. Irgendeine Klasse, in der ich gesessen habe und ich bin irgendwo Golf von Leyte oder sowas durchgefahren. So merkt man sich sowas. Das weiß ich. Und ich die Yamato ist irgendwie... Ich habe sie nicht versenkt. Ich habe sie, glaube ich, mit einem Torpedo getroffen, aber ich hatte keiner... Du bist ruhig. Und hatte dann plötzlich, festgestellt, ich hätte irgendwie doch ein paar mehr Torpedos abschießen sollen als nur 2 auf das größte Kampfschiff, was jemals hergestellt worden ist. Ich kenne aber viele Leute, die es auf dem auf dem C64 gespielt haben. Da sind wir ja nicht, aber es ist das erste echte U-Boot-Spiel mit Stimmung. Ach komm. Hatti? Ich hab's auch gespielt. Also Silent Service war göttlich.
Ja, ich sehe, ihr habt schon Geschmack an unseren Überleitungen. Zum nächsten Spiel gibt es gar keine Überleitung, weil Robin hat keine Kohle, Patrick hat keine Kohle. Ich heiße Jürgen. Jürgen. Also Jürgen hat keine Kohle und Herbert hat auch keine Kohle. Wenn sie Kohle hätten, dann würden sie eine eigene Stadt bauen. Und es gab so viele Wirtschaftssimulationen auf dem Amiga und ich behaupte mal, es ist für mich die bekannteste Wirtschaftssimulation, um eine Stadt aufzubauen. Patrick, hast du SimCity gespielt? Ja, den ersten Teil sehr lange. Wirtschaftsstrategische Sachen mochte ich einigermaßen und ich fand es faszinierend. Und wenn man dann die Angriffe von Aliens und die Tornados abgeschaltet hat, hat es mir auch richtig Spaß gemacht. Eins der unterhaltsamsten Spiele und ich spiele es bis heute auf dem PC in der DOS-Box, die uralte SimCity 1-Version. Finde ich bis heute total nett. Gefällt mir. Ich glaube, es war in der 5. oder in der 6. Klasse, als ich mein Vater sich einen neuen Epson LQ400 gekauft habe, ich auf die glorreiche Idee kam, meine Stadt Robinhausen auszudrucken auf dem Nadeldrucker und das mit in die Schule zu nehmen. Wie viele Seiten waren das? Ich glaube 80 oder 90. Man konnte es zusammenkleben und es waren bestimmt 10 Quadratmeter. Also ich stell mir gerade vor, ich bin irgendwo in der Bronx irgendwie und suche einen Drogendealer, weil irgendwie ist gerade in meinem Skript ein Name aufgetaucht. Ey, kannst du mir irgendwie was besorgen? Kennst du Shufflepuck? Der hat so coolen Kaffee. Ja. Und wer ist Shufflepuck? Robin, kennst du Shufflepuck? Klar kennt er Robin Shufflepuck. Muss aber Patrick zu sprechen, weil der hat sich so einen Tisch gekauft, der Spasti. Das ist das Spiel Shufflepuck, wo man mit zwei Pedals oder mit zwei so Dingern, die man sich in die Hand nimmt, einen Ball durch ein Tor schießen muss und das gab es halt als Spiel. Und da musste man mit der Maus immer über den Tisch reiben mit Geschwindigkeit, um diesen Puck wegzuschießen. Die Gegner sahen wirklich so aus, wie du eben dieses Café beschrieben hast. Und es gab einen klirrenden Sound, wenn irgendetwas zerbrach und das hat richtig Spaß gemacht. Das fiel mir eben nochmal spontan ein, das musste ich einfügen. Und Robin hat recht, ich habe tatsächlich einen Shufflepuck-Tisch hier stehen und den hätte ich wahrscheinlich nicht ohne das Spiel Shufflepuck-Café. Das stimmt schon. War total nett. Haben viele damals nicht gekannt und jeder, der es gespielt hat, hat Spaß gehabt. Ich warte auf die Überleitung. Ja, wir sind ja schon bei hohen Geschwindigkeiten. Das hat was mit Geschwindigkeit zu tun, das ist echt schnell, ne? Ich weiß nicht, also Speed. Aber Hatti, bevor du weitermachst, ich habe Lust auf Ice Cream. Ah, das war, glaube ich, ein Sample, richtig? Und den wollten sie eigentlich mal rausnehmen aus dem Spiel und haben ihn dann drin gelassen. War da nicht irgendwas? Richtig! Ja. Dann haben wir doch schon fast verraten, wo wir sind. Speedball. Ja. Fußball in anderer Form. Hatti, hast du es gespielt? Nee, überhaupt nicht. Sagt mir gar nichts. Ist, glaube ich, bei den Leuten, die keinen Sport mochten, das beste Sportspiel gewesen. Ein gnadenloses Science-Fiction-Prügelspiel, wo man Leute umnieten konnte. Es gab keine gelben und keine roten Karten. Und es gab aber genug Kieferbrüche als Entschädigung für ein lustiges Spiel. Und immer wenn ein Spieler verreckte, dann hörst du von unten diesen Eisverkäufer rumlaufen. Ice Cream! Sehr, sehr gut. Sehr gut. Oh nein! Ist immerhin Franzose singt, anwesend? Immerhin singt er nicht bei der Überleitung. Ja, ein Glück. Ja. Hallo. Ich bin wohl ein super Moderator für das nächste Spiel Super Frog. Ja, aber die Figur sah nicht ganz so aus wie du. Tolles Jump. Hast du gerade gesagt, ich bin dick? Nein. Nee, du bist ein Frosch. Nein. Das war Super Frog. Ganz tolles Jump'n'Run, hat auch richtig viel Spaß gemacht damals. Hatte der nicht irgendwie einen roten Umhang um? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ja, es ist doch Super Frog. Genau, der hatte einen roten Umhang um, richtig. Nein, also das war ein Amiga-Spiel, was man gerne gespielt hat damals, weil irgendwie hat man ja immer neidisch auf die Consoleros geschaut mit ihrem Sonic und neben James Pond war Super Frog so das Spiel, was ich in der Richtung wirklich gerne mochte. Ja doch. Team 17, um mal wieder da zu sein. Stimmt, ja. Gab es sogar eine Amiga CD32-Fassung, die noch mal besser war, weil es gab ein richtig gut animiertes Intro. Und wer das Spiel mag, dem empfehle ich jeden Fall auf dem PC Commander Keen, weil es sieht so ein bisschen so ähnlich aus wie Commander Keen, nur das ist viel schneller hier. Geniales Spiel, Ocean Software,
Hat das vertrieben, aber Team 17, geiles Programmierteam. Top, Daumen nach oben. Alter, ihr nehmt doch Drogen, oder? Ja. Wenn Schokolade und Marzipan. Wenn ihr Drogen nehmt, dann solltet ihr euch an ein Syndikat wenden, weil die haben nämlich mal ein Spiel rausgebracht. Das nennt sich Syndikat oder Syndicate. Habt ihr das gespielt? Definitiv. Ich mag eigentlich keine komplexen strategischen oder Action-Simulationen in der Form, aber das Spiel hat mich gepackt und ich habe es durchgespielt ohne Cheat, das weiß ich noch. Heute schaffe ich es nicht mehr. Fand ich total genial. Ich weiß nur noch, dass es eine Zusatzdisk oder Zusatz-CD gab, die ich nicht geschafft habe. Die war, glaube ich, zu schwer. Aber das Spiel selber war der Hammer. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, Robin? Da ging es ja auch um Missionen und Aufträge irgendwie, ne? Also erstmal wieder Peter Molyneux, wie ich vorhin gesagt habe, Electronic Arts. Science Fiction in 200 Jahren ist oder 150 Jahren besteht die Erde aus großen Wirtschaftssyndikaten, die sich zusammengeschlossen haben und die haben ihre Agenten. Und die Agenten bekämpfen sich gegenseitig oder bekämpfen andere Wirtschaftszentren. Und du hast eine Stadtkarte, auf der du dich frei bewegen kannst mit unterschiedlichen Gebäuden und deine vier Agenten haben unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Waffen, du kannst forschen, du musst Geld einsammeln und du hast massig Waffen, die du einsetzen kannst und jede Mission ist an einem Land, um damit du das gewinnen kannst und nachher landest du in Atlantis und das ist irrsinnig gemacht. Irrsinnig. Ich habe da Stunden dran verbracht. Aber wie Patrick sagte, Syndicate Plus ist zu schwierig. Das ist das Profi-Ding davon dann. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr damals schon mal jungfräulich beschossen wurdet von Virgin? Wohin denn? Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Da gab es einen Wurm. Ein Silkwurm von Virgin. Ah, ich erinnere mich. Ah, ja, es war eines der besten Action-Spiele, was ich gespielt habe, wo du, glaube ich, drauf hinaus möchtest. Ja, ist von Virgin, das weiß ich, das kenne ich nämlich auch. Ne? Scott. Virgin, ne? Ja, wie gesagt, eines der besten Action-Spiele, die ich gespielt habe. Glaube ich auch mit 2-Spieler-Modus, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Super Grafik und einfach ein richtig schönes Action-Spiel. Das haben wir, glaube ich, auch regelmäßig gedacht. Ja, klar. Genau, Vorgänger von Swift. Ah, okay. Der fährt schon wieder davon. Das war eins meiner Lieblingsspiele. Aber manchmal habe ich es nur zum Test gespielt. Nee, Nachfolger, oder? Ach nee, nein. Ich nehme alles zurück. Alles ist gut. Das war schon okay. Ich habe auch kurz. Jetzt lass doch mal den Hattie Auto fahren. Hattie. Ach Mensch, kriegst ein Auto zum Testen von mir. Ja, ich habe ja nicht nur Auto angespielt. Ich habe auch manche Spiele gespielt. Zum Testen. Ja, Hatti, dann erzähl uns doch mal über deine Testfahrt, über Testdrive. Das war, glaube ich, so eins der einzigsten oder nach Outrun eins der einzigsten Autorennspiele, was ich auf dem Amiga gespielt habe. Pole Position war, glaube ich, C64, ne? Oder? Testdrive gab es auch auf dem C64, weil mir ist gerade eingefallen, ich habe es auf dem Amiga gar nicht gespielt, ich kenne nur die C64-Fassung. Aber nee, ich habe es auf dem Amiga gespielt, definitiv. Also ja, heutzutage sage ich, oh, so Block, pixelige Grafik, aber es lief flüssig, es war sehr einfach zu steuern und das war für mich kein Problem. Ich weiß nicht, Robin, hast du es auch gespielt? Ja, ich überlege gerade, aber der dritte Teil, der war schon grafisch ganz gut. Also das war so eine hellrote Packung. Die fand ich, auf dem Amiga fand ich den schon gar nicht schlecht und auf dem PC war der auch sehr gut. Und ich habe nie Verpackung gehabt damals. Wie sehen Verpackungen aus? Was ist das? Ja, das klassische Problem. Normal. Nein, das, aber ja. Hat eine gute, wichtige Rolle gespielt für Autorennspiele der etwas anderen Art, sag ich mal. Das war so das erste Mal, dass man das Gefühl hatte, in anderen Autos zu fahren, was die Leute heute bei GTA und Co. machen, wird bei Test Drive so ein bisschen vorweggenommen. Ein ganz kleines bisschen zumindest. Genau. Also, ich kenne ein Spiel von damals, das kenne ich namentlich, aber ich habe es nie gespielt, weil ich einfach der Sucht verfallen war, andere Sachen zu spielen, aber ich weiß, aufgrund eures Geschäfts habt ihr mit Sicherheit auch Sachen gespielt wie Turrican, oder? Ja, ich mache das da für mich jetzt kurz, ist nach Meinung der meisten das beste Action-Spiel auf dem Amiga, sowohl soundtechnisch als auch grafisch. Dasselbe gilt auch für den C64. Ich selber hab's gespielt, hab's ganz gerne gespielt,
hat mich aber nie so richtig lange gefesselt. Warum, weiß ich bis heute nicht. Ich versuche immer noch mal mit diesem Spiel warm zu werden. Technischer Oberhammer tatsächlich. Tolle Geschichten, die dahinter stecken. Irre große Karten, die man da abspielen kann im Endeffekt. Aber ich habe es nie so richtig geliebt wie andere Leute. Warum, weiß ich wirklich nicht. Ich auch Robin? Nicht. Ich weiß nur ganz genau, dass mein Kumpel Christian, der damals sehr viel Amiga gespielt hat, das wirklich geliebt hat. Und auch bis zum Exzess, der hat mir dann immer gezeigt, wie verschiedene Gegner dann, das war schon fast künstlerisch, wie diese Figur aussah, wie so ein Kampfroboter in so einer silbernen Rüstung und dann die Gegner alle so ein bisschen, na, es ist so ein bisschen Giga, hätte das schon sein können, so ein bisschen Alien-Design manchmal. Okay. On the wings of a nightingale. Ach, ich soll ja nicht mehr singen. Wings. Habt ihr Wings gespielt? Patrick hat das immer. CinemaWare war der Fan von. Ich hab's aber nicht gespielt. Muss ich dich enttäuschen? Nee. Wings hab ich nicht gespielt, glaube ich. Ich weiß, dass es eine große Rolle für CinemaWare gespielt hat und für viele Leute. Wings. Ich weiß die Verpackungsfarbe. Nein, das ist ein Running Gag. Habe ich nicht lange gespielt. Es gibt ein Remake inzwischen, was richtig gut sein soll. Habe ich noch nicht angeschaut. Gibt es auch für Android, habe ich gesehen. Kann ich gar nicht viel zu sagen. Einfach klassisch CinemaWare, unterschiedliche Spielgenres in ein Paket. Erster Weltkrieg, unterschiedliche Arten, Weisen, Bomberangriff von oben, schräg, seitwärts-Shooter. Und 3D-Simulationen in einem Spiel zusammen war damals auch mit Sicherheit ein guter Erfolg. Ich denke mal, dass sie es auch gut verkauft haben. Patrick, wenn ich dir jetzt einen Namen an den Kopf schmeißen sollte oder eine Frage stellen sollte, nenn mir mal den Namen deines Lieblingspferdes. Das ist wieder eine Überleitung nach Hattie Art. Oh Gott. Mein Lieblingspferd hatte Flügel. Okay. Wings dann, of Fury. Ehrlich? Cool. Gab es da nicht sogar ein Spiel zu? Was für ein Zufall. Und wir sind auch gerade bei W und es passt rein. Das war ein Side-Scroller, mehr oder weniger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf dem PC habe ich den ganz gerne gespielt. Das Ding fand ich pfiffig. Weiß gar nicht, ob ich das auf dem Amiga hatte. Was ist pfiffig für ein Wort? Das ist für mich so. Nee, das heißt für mich einfach, ich habe es gespielt, immer mal wieder rausgeholt und es war okay. Ich fand es nett. Also okay. Ich habe dieses Spiel wirklich geliebt. Ich fand das total genial. Bröderbund 87 rausgekommen und deswegen so genial, weil es von der Seite, es hat keinerlei echte 3D-Elemente. Man sah im Prinzip, die Erde ist sowas von 2D wie aufgeschnitten und man spielt im Zweiten Weltkrieg, konnte die kleinen Japaner wegbomben, die dann da auf der Insel langläufen und es war schon teilweise ein bisschen zu brutal, weil man mit Maschinengewehr die auch niedermähen konnte. Ich glaube, war das nicht, nee, auf dem Index war es nie, ne? Das weiß ich im Augenblick nicht. Ich glaube zeitweise schon damals, aber ich ja, weil du kannst halt einzelne Leute gezielt abknallen. Es war eins der ersten guten Actionspiele auf dem PC, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau. Das sah auf dem PC auch ähnlich aus. Gut, ja. Weiter. Worms. Wäre das nächste? Keine Überleitung. Worms. Habt ihr Worms gespielt? Angespielt habe ich es damals. Fand ich witzig, aber war ein absolut beliebter Titel bei uns im Verleih. Das weiß ich noch. Aber selber habe ich das nicht oft gespielt. Nein. Auf dem Amiga habe ich es nie gespielt. Ich habe das auf dem PC gedaddelt und so für eine Runde mit vier Leuten war das witzig. Okay. Jetzt könnt ihr die Überleitung machen, wenn wir bei witzig sind. Ja, witzig. Ich stelle mir vor, Robin ist ein Zauberer. Wow. Jürgen. Ja? Und Robin? Patrick ist ein Bösewicht namens Zark. Könnt ihr Zark und ein Zauberer miteinander verbinden? Ich kann mit einem Zauberer nur noch so ein kleines fliegendes Teil verbinden, was Kettelight heißt, aber zack, kriege ich nicht mehr zugeordnet. Aber es gibt ein Spiel namens Whiz Ball. Heißt das Whiz Ball? Richtig, ja. Und da gibt es einen Zauberer namens Whiz und einen Bösewicht namens Zark und die spielen gegeneinander.
Da bin ich wohl noch nie am Ende angekommen. Whisball habe ich auf dem C64 sehr, sehr gerne gespielt. Ist eins der absoluten Highlights gewesen, weil es eine so tolle Idee hatte. Man war in grauen Leveln, musste Farben sammeln, färbte damit ein Level ein, bis sie bunt waren. Dann kam man in den nächsten Level und man konnte sogar mit zwei Spielern spielen. Der zweite Spieler hat im Koop-Modus eine kleine Figur gesteuert, die um die Hauptfigur herumflog und konnte mitspielen. Total geniale Idee, ich fand's toll. Ist nämlich das Spielprinzip, diese grauen Levels und das farbig einfärben, das ist eigentlich das absolute Spielprinzip. Und wie du es gerade erzählst, ich habe es auch gespielt. Ich kam auf den Namen nicht, aber das mit diesen grauen Leveln und farblich einfärben, das habe ich auch gespielt. Robin, hast du es auch gespielt? Nee. Also ich habe Patrick immer spielen sehen. Ich habe das WizKid, den Nachfolger, mal auf dem PC gespielt. Wobei der gar nichts damit zu tun hat. Aber Patrick hat mir das mal versucht vorzuspielen. Ich glaube, das war nicht so meine Zeit mit diesen Hüpfe-Hüpfe-Bling-Bling. Das war nicht so meine Spielewelt. Das war nicht deine Spielewelt, aber also was denn? Erzähl. Ich möchte lieber ballern. Du möchtest mich lieber ballern. Dann hast du Xenon 2 gespielt. Genau, weil sonst hättest du auch keinen Übergang hinbekommen. Ja. Es sei denn, du hättest von Xenon-Gas erzählt. Aber das wäre ein bisschen zu chemisch gewesen. Aber Gott, dann kenne ich das Spiel. Ja, ich auch. Und ich habe es geliebt. Fand ich, das war meine erste Ballerspielerfahrung. Xenon 2. Fand ich auch richtig gut. Auch da muss ich kurz zum anderen System abschweifen. Da gab es eine richtig gute PC-Fassung von. Genau, einer der ersten Ballerspiele auf dem PC in richtig guter Qualität. Danach kamen dann so Sachen wie Raptor, aber das war das erste Spiel, was auch unter VGA richtig gut aussah und auch richtig beim Scrollen nicht ruckelte wie die anderen. Ja, wir sind mit dem Alphabet durch. Aber wie gesagt, alle Spiele haben wir sicherlich nicht aufgezählt, die relevant sind. Und was macht der Hörer, der jetzt merkt, da fehlen ein paar Spiele, Hatti? Das ist der absolute Kracher. Ich meine, ich gucke gerade auf meinen Skype-Zähler, der sagt gleich 3 Stunden. Ich habe Angst, weil ich weiß, dass das Interview noch 1 Stunde geht. Ich habe Angst, dass der Podcast über 4 Stunden geht. Aber die nächsten Folgen werden ja wieder kürzer, weil wir dann ja nicht über Spiele reden so viel. Wir sind wie mit dem Alphabet ja durch, Hatti. Es kommen keine neuen Spiele. Aber wie ich eben sagte, was macht der Hörer? Der Hörer stellt sich jetzt die Frage wahrscheinlich irgendwie, Alter, das Spiel haben sie vergessen. Aber meine persönliche Meinung ist, um das Resümee mal abzuspielen, Robin, wenn du jetzt sagen würdest, deine Top 3 von Amiga-Spielen, was wären deine Top 3 von Amiga-Spielen? Also für mich persönlich, und darum geht's ja eigentlich, auf dem Amiga... Ich würde sagen, die 3 ist für mich, ich würde sagen, Sensible Soccer. Doch, auf jeden Fall. Ich fand's richtig genial. Platz 2 auf dem Amiga ist für mich Monkey Island. Und ich glaube, da wird's ähnlich wie bei Patrick. Ich glaube, Dyna Blaster war das Spiel, was bei mir am ehesten beim Amiga. Dyna Blaster ist mein Amiga-Spiel. Patrick? Platz 3 Lemmings. Platz 2, irgendein Flipper, der Pinball vorne heißt. Also ich würde wahrscheinlich Pinball Illusion nehmen oder Pinball Dreams. Und Platz 1, hat Robin recht, Dyna Blaster. Wenn man von einem Spiel träumt, dann muss es auf Platz 1 sein. Ja, bei mir wäre es Platz 3 das Oil Imperium, Platz 2 wäre es Outrun und Platz 1 wäre es, ich habe es echt bis zum Kotzen gespielt, ist es definitiv Kaiser. Ja, das ist doch ein schönes Resümee. Und wie gesagt, natürlich fehlen viele Spiele. Und wenn euch jetzt ein Spiel einfällt, was irgendwie noch fehlt, also ich rede jetzt mit den Hörern, nicht mit euch beiden, schreibt uns eine E-Mail und sagt, ihr habt was vergessen. Und vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal einen kleinen Nachschlag. Aber komplett abdecken kann man das natürlich sowieso nicht. Und jeder hat ja auch andere Vorlieben und andere Erfahrungen mit Spielen gemacht. Das ist ja ganz klar. Wollt beim Retro-Kompott mitmachen? Ihr habt Fragen, Anregungen, Themenvorschläge? Möchtet einen Audiokommentar abgeben, als Gast in der Sendung mitmachen oder aus irgendeinem anderen Grund mit uns in Kontakt treten? Schreibt einfach eine Mail an mail@retrokompott.de. Ihr findet uns auch bei Twitter, bei Facebook
bei Amazon und in den jeweiligen Handystores als App oder auf der Homepage www.retrokompott.de. Robin und Patrick könnt ihr natürlich auch manchmal in ihrem kleinen Retro-Shop Comillusion in der Wandsbecker Chaussee 155 in Hamburg antreffen. Vielleicht sehen wir uns dort ja mal alle bei einer gemeinsamen Reise in die Vergangenheit. Wer unser Podcast-Projekt unterstützen möchte, findet auf patreon.com alle notwendigen Informationen. Unterstützer bekommen kleine Überraschungen oder auch mal exklusive Videos und erhalten zum Beispiel auch unsere aktuellen Interviews direkt nach der Aufnahme weit vor der Ausstrahlung im regulären Podcast. Unterstützen kann man uns natürlich auch gerne im Backoffice. Wir suchen immer fleißige Hände, die uns bei den Shownotes, bei der Recherche oder zum Beispiel auch bei Übersetzungen der Legenden-Interviews helfen können. Jingles sind übrigens tatsächlich Retro, die hat Patrick vor über 25 Jahren auf einem C64 programmiert. Natürlich sind sie deswegen auch GEMA-frei. Wir senden jeden zweiten Freitag auch live auf Mixlr.com. Die Aufzeichnung wird zeitnah, meist schon am Wochenende, online gestellt. Hoffentlich besucht ihr uns auch wieder auf unserer nächsten Reise in die Vergangenheit. Ach ja, nach meinen Kontaktdaten braucht ihr gar nicht erst zu fragen. Ich bin nur die Stimme. Code 53280,0. Code 53281,0. Code 646,0.